Ein erwachsener, also ein 30, 50 bis 60-jähriger Mann öffnet den Mund eines Kleinkindes und steckt oder lässt an seiner Zunge schlecken, so saugen, der Kleine. Und das sollte den Durst von dem Kleinen stillen. Ja, sag mal, wollt ihr mich veräppeln oder was? Wie viel Spucke hatte denn Mohammed zur Verfügung, um den Kleinen da zu stillen? Sein Durst zu stillen. Mit Spucke stillt man den Durst? Haben wir still uns mit deiner Zunge? Wenn ich das gemacht hätte, was meinst du, wie die Leute mich angeguckt hätten? Die hätten gesagt, guck mal, der kranke Arm hier, guck mal, was der da macht. Aber wenn Mohammed das getan hat, bist du natürlich der beste Mensch der Welt. Dr. John hat gesprochen. Dr. John. Bestätigen Sie das, Dr. John? Hat Dr. Sheikh Abu Amin recht? Mein Arbeitskollege. Dr. John, können Sie das bestätigen? Dr. John hat es bestätigt. Beste, seht ihr? Ein echter Doktor, der Dr. John, den auch Liebe zum Hadith immer empfiehlt. Weil der Liebe zum Hadith natürlich die Kuffar, wenn es zu seiner Agenda passt, natürlich zitiert. Aber wenn wir die Kuffar zitieren, damit sie Mohammed vernichten, sagt der Liebe zum Hadith auf einmal, ja guck mal, du zitierst einfach so Kuffar, die Ungläubigen, die haben natürlich eine Agenda gegen Mohammed. Sobald es für die eigene Ideologie ausreicht, wird der letzte und ekelhafteste Mensch verwendet, nur um sein Argument durchzusetzen. Das ist so geisteskrank, ne? Das kannst du keinem erzählen. Dr. John hat es bestätigt. Ja. Aber ihr sollt trotzdem alles immer prüfen, ne? Ne? Ich bin ja auch nur ein Mensch, mache Fehler und alles Mögliche. Aber ihr könnt anhand dem, was ich immer sage, und ich gebe ja immer Quellenangaben, deswegen solltet ihr euch das immer wieder aufschreiben, was ich euch sage, so dass ihr auch eine ganze Liste von dem Wahnsinn habt, ne? Aber ich mag es ja nicht einfach so zu reden, sondern ich prüfe immer alles, was ich sage. Wir sind doch nicht hier bei RTL, ZDF und Bild-Zeitung und sagen, ja, das hat der und der gesagt, vertrau mir, Bruder, diese Quelle, vertrau mir, Bruder. Ich hab's da gelesen. Jeder kann irgendwelche Screenshots fälschen, irgendwelche Verläufe machen und so. Das ist doch völlig normal in dieser heutigen Zeit. Das muss man krank sein, ey. Muss immer vorsichtig sein, was hier im Internet alles so gezeigt wird. Das ist. Deswegen, Leute, lasst euch nicht täuschen. Geht immer selber auf die Suche. Seid schlau, seid klug. Und ihr werdet immer die Wahrheit zwischen der Lüge erkennen. Glaubt es mir. Wenn ihr euch aufrichtig hinsetzt und euch Zeit nimmt für das Ganze, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Und das ist Jesus Christus. Amen. Typico alle zusammen. Yes. Danke, danke. Danke, ihr Lieben. So, hören wir weiter. Und sie liebt ihn nicht. Und so blieb er bei seinen Adoptiveltern, unter denen er fremd war. Daher ist es völlig logisch anzunehmen, dass er die Betreuung und die Liebe, die das Kind bekommen sollte, nicht bekam. Danach ging er durch geheimnisvolle persönliche Erfahrungen. Er sah Gestalten, Engel, Personen, die zu ihm kamen und seine Brust aufschlitzten und sein Herz herausholten. All diese seltsamen Dinge und dass er zu diesen Personen sprach. Die Frau, die ihn adoptierte, wurde besorgt und teilte ihrem Mann mit, dass das Kind unsinnig wurde. Dann brachten sie
ihn zu seiner Mutter Amina. Warum übergab Amina ihren Sohn Mohammed an Halima al-Sa'diya? Muslime versuchen, dies damit zu erklären, dass es ein Brauch bei den Arabern war, ihre Kinder Ammen anzuvertrauen, damit sie stärker werden. Diese Stärkung unter dem arabischen Stamm Bani Sa'd soll auch Mohammed erfahren haben. Diese Behauptung ist nur ein gescheiterter Versuch, eine abnormale und seltsame Tat einer Frau zu erklären, die ihren Sohn von der Geburt an verstoßen hatte. Sie war, ihr müsst euch mal vorstellen, was die Leute vor dem Islam für Praktiken hatten. Und nach dem Islam auch noch ganz schlimme SEX-Praktiken. Sie haben Gruppen SEX gehabt miteinander. Alle Trims miteinander. Das ist heftig gewesen im Stamm der Quraysh. Frauen hatten immer was zum Sagen gehabt bei den Quraysh. Und die waren so wie die Männer gleichwertig. Eine Frau konnte sich einen Mann nehmen, wann immer er wollte, wann immer sie wollte. Und andersrum. Und dann haben sie sich zu Gruppen SEX verabredet. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Ja, die Geschichten, also beziehungsweise die islamischen Schriften, zeigen uns eindeutig wegen Cut Nigel. Die islamischen Schriften zeigen uns eindeutig, dass Mohammeds Vater laut islamischen Schriften ein Gigolo war. Wahnsinn, ne? Er war ein Gigolo. Ehrlich, wirklich. Ich mach keinen Spaß. Er war wirklich ein Gigolo. Er ging von einer zu der anderen und dann, so waren sie. So waren sie zu der damaligen Zeit. Jetzt gut, okay. Mutung, sie wäre eine gefühllose Frau gewesen, eine egoistische Frau, die für ihr Kind nicht sorgt. Sie hätte eventuell einige Probleme, vielleicht litt sie unter Depressionen. Ihr Mann war gestorben, sie war jung, sie war arm und sie war schwanger. Sie litt unter depressive Symptome nach der Geburt, nämlich wie die meisten Frauen in ihrem jungen Alter. Sie besaß alle notwendigen Voraussetzungen, um sich in einen depressiven Zustand zu befinden. Die Depressionen könnten sie lange begleitet haben, was auch erklären könnte, warum sie Mohammed nicht zurückholte, um ihn selbst groß zu erziehen und zu lieben. Gleichgültig, was der Grund sein könnte, war Mohammed aufgrund dieser Ablehnung, unter der er von Kindheit bis in die späten Jahre seines Lebens leiden musste, vom Hass gegen seine eigene Mutter erfüllt. Er sagte, dass er Allah um Erlaubnis bat, für die Vergebung seiner Mutter zu beten. Allah aber gab ihm keine Erlaubnis dafür. In der Tat aber ist sein Gott sein eigenes Unterbewusstsein, das diese Ablehnung ständig spürte. Dafür konnte er seiner Mutter nie vergeben. Die Muslime führen mit der Verherrlichung des Narzissmus von Mohammed fort. Sie halten alles an ihm für heilig. Sein Geruch ist für sie der beste Geruch. Sein Körper ist der schönste Körper. Sein Schweiß ist der beste Schweiß. Sein Kot und Urin sind das Beste überhaupt. Alles, was in ihm ist, ist das Beste im Leben. Gibt es noch einen deutlicheren Narzissmus als diesen? Meiner Meinung nach war Mohammed in seinen anfänglichen Erlebnissen aufrichtig. Er war ein mit Frontallappensyndrom erkrankter Mensch. Er machte Erfahrungen, die viele Menschen bis zum heutigen Tage machen. Aber anstatt die Behandlung seiner Krankheit und den Umgang mit ihr zu ersuchen und Zuwendung in seiner Umgebung zu erfahren, begegnete er einer Ehefrau, die ihn dazu antrieb, sich als Prophet zu behaupten. Für diesen Zweck ersuchte sie die Unterstützung von ihrem Verwandten, dem Priester Waraka und anderen. Daraufhin glaubte Mohammed, er sei ein Prophet, was ihn von dem Gedanken an seine Krankheit des Irrsinns, wie die Krankheit damals beschrieben wurde, befreite. Und so verschwand Mohammed hinter einer Sache, die er Allah und Tawhid nannte. Da
Dadurch erlangte er all seine Wünsche. Er genoss den Geschlechtsverkehr, um seine sexuelle, abnormale und durch seine Krankheit entstandene Begierde zu stillen. Er bekam die Macht, nach der viele Menschen, insbesondere die Narzissten, trachten. Er bekam den Reichtum und hatte eine eigene Armee, obwohl er als Waisenkind verirrter und sehr armer Mensch aufgewachsen war. In den späteren Jahren seines Lebens musste Mohammed nicht mehr auf die epileptischen Anfälle oder seine Inspiration warten. Er beherrschte die Kunst des Spiels sehr gut und konnte damit leicht umgehen, so dass man in der medinesischen Phase nicht mehr zwischen dem unterscheiden kann, was durch die Epilepsie Mohammeds entstanden ist und was er im vollen Bewusstsein einfach dazu gedichtet hat. So entstand der Mythos Islam und so lebt er weiter durch die Weggefährten und ihre Nachfolger und deren Armeen, die die ganze Welt eroberten. Das ist die Botschaft des Islams. Werden sich die Muslime nach all diesen Fakten Gedanken darüber machen? Werden sie die Geschichte neu lesen? Werden sie es wagen, die Person Mohammeds zu untersuchen, wie wir sie hier untersucht haben, um das Geheimnis jenes Mannes zu entlüften, der einer der größten religiösen Bewegungen anführt? Das ist das Heftige. Millionen und aber von Millionen Muslime stellen die Person Mohammeds überhaupt nicht mehr in Frage. Sie glauben blind. So wie diese Imame und Schioch sagen. Glauben wir Mohammed blind? Vertrauen wir ihm blind? Ja, wir vertrauen ihm blind. Und was sagt der Herr Jesus Christus? Kann ein Blinder einen Blinden führen? Nein. Beide fallen sie in die Grube. Bitte, den Islam. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Absolut heftigste Dokumentation. Ne? Mit Quellenangaben, Querverzeichnissen allen. Ja, da fragt man sich allen Ernstes noch, wer kann nach dieser Dokumentation noch sagen, dass Mohammed ein vertrauenswürdiger Mensch war, der so als spirituelle Quelle genommen werden kann? Wie geht sowas? Der war absolut nicht gesund. Er erlitt an Frontallappensyndrom, hatte der irgendwie sowas. Absolut heftig. Absolut heftig. Ja, und diesem Mann vertrauen 1,6 Milliarden Menschen ihre Seele an. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 1,6 Milliarden. Wir reden hier nicht von ein paar Millionen. Wir reden schon im Milliardenbereich, Leute. Die Statistik hat es gezeigt. Bis 2050 haben die Muslime die Mehrheit erreicht an Bevölkerung. Weil sie die einzigen sind, die Kinder machen. Ja, hier der Westen hat ja aufgehört, Kinder zu machen. So ist das. Unfassbar. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Aber das muss so geschehen. Ne? Der Herr benutzt die Muslime dann auch für den baldige Strafe, die die abgefallene Christenheit dann erleiden muss. Ne? Nein, der Teufel wird nicht siegen. Der Islam wird einfach nur dafür benutzt, um die neue Weltordnung nach vorne zu treiben. Das ist das Einzige. Der Islam ist ja einer der Fangarme des Teufels. Der Teufel hat ja viele Fangarme. Der ist ja wie eine Krake. Und einer seiner Tentakel ist ja der Islam. Und damit hat er natürlich sehr, sehr viele Menschen verführt. Ja, so ist das. Der Herr Jesus Christus ist der ewige Sieger, genau. Egal, welche Religion da kommt oder was macht, nein. Wir sollten da jetzt nicht in Panik verfallen oder was. Der Herr Jesus Christus wird am Ende sowieso siegen. Und so wie der Apostel Paulus ja gesagt hat, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Wir gucken gleich mal die
Das neue Video von Abul Baba. Von Abul Baba. Da hat er wieder ein paar Sachen gesagt, wo ich wieder sehr, sehr Dr. Sheikh-mäßig da ausflippen wollte, ehrlich. Ist am Schlafen, der Kleine. Ist am Schlafen. Aber ist schon heftig, ne? Wie die islamischen Schriften den Mohammed selber porträtieren, ne? Das ist absolut krass, ne? Wenn das mein Vorbild ist und das, was er getan hat, so authentisch überliefert wurde, dann bin ich ja besser als mein eigenes Vorbild. Ich bin ja besser als mein eigenes Vorbild. Warum soll ich ihn denn zum Vorbild nehmen? Er kann mich zum Vorbild nehmen. Heftig? Das ist einfach nur krass, ehrlich. Ich bin besser als mein eigenes Vorbild. Ich bin besser als mein eigenes Vorbild, das kannst du keinem erzählen. Ne? Oh, 50.000 schon erreicht, super Leute. Gott segne euch, ihr Wundervollen. Dankeschön, danke. Ja, und dann haben wir auf der anderen Seite den Herrn Jesus Christus, der mit seinem wundervollen Leben glänzt und nie irgendwas gemacht hat. Er wird dann abgelehnt und Mohammed als der beste Mensch erklärt. Das ist so krass. Das heißt also mit anderen Worten, je härter du bist, je brutaler du vorgehst, je mehr Quatsch du in deinem Leben getan hast, desto mehr lieben dich die Menschen. Das ist so heftig. Weil sie die Lüge und das Böse lieben. Genau so sieht's aus. So sieht's aus. Shalom, Dr. John. Dieser Personenkult um Mohammed ist nichts anderes wie dieser Personenkult um andere Diktatoren wie Mao, Stalin. Das sind ja alles genauso schlimme Verbrecher gewesen. Weil die Erde gehört Satan, ja, und er lässt seine Leute feiern. Das ist ja normal. Also. Ja, das ist ein Personenkult um Mohammed gebildet worden, merkst du? Man darf ihn nicht kritisieren, man darf ihn nicht in Frage stellen. Alles, das deutet alles darauf hin, dass da irgendwas nicht stimmt. Wenn du eine Person nicht mehr in Frage stellen kannst und sein Leben uns eindeutig zeigt, dass da er sofort in Frage gestellt werden soll, dann müssen wir ihn sofort begutachten im Lichte der Wissenschaft, im Lichte der Bibel und im Lichte des Herrn Jesus Christus und seinen Worten. Du weißt ja, ne? Du darfst Allah beleidigen, aber du darfst Mohammed nicht beleidigen. Mohammed stellt sich höher als Allah. Das ist der Wahnsinn. Das kann gar nicht sein. Was ich dir sagen wollte, wir haben Hadithe, ne, authentische Hadithe, die als Sahih eingestuft sind, wo Jesus Christus im Himmel Gesandte geschickt hat. Danke. Gesandte, also Propheten ausgesendet hat. Jesus im Himmel, bei den Muslimen. Ah. Wie kann das sein, wenn ich dachte, nur Gott kann Propheten aussenden. Ja, Armin, man hört dich leider nicht. Wie versteht das denn? Das kann ich dir gerne schicken, wenn dann, du weißt, ne, wenn du da von mir eine Nachricht bekommst, dass es dann drin steht. Ich schicke dir das alles. Die sind authentisch, die sind Sahih. Ja, okay. Ja, das hört sich doch super an, ne? Würde ich mal sagen. Auch im Islam ist der Jesus Christus Gott. Ja, aber wie? Ich frag mich wie. Und warum wurde das nicht ins Englische übersetzt? Ja, du weißt doch, wie unehrlich sie sind. Ja. Völlig die verrückt. Die übersetzen nicht alles. Ja, umso tiefer man reingeht, umso schlimmer wird es. Weil ich glaube immer noch, Mohammed hat am Anfang Jesus angebetet. Die Sahaba haben danach eine eigene Religion draus gemacht. Ja, aber das sind Spekulationen. Man muss das beweisen können. Ja, natürlich, das ist ja eine reine Spekulation, natürlich. Ja, aber... Weil er wollte ja was aufschreiben, damit alle nicht in die Irre gehen.
Was wollt ihr aufschreiben? Hat der bereut? Ja, vielleicht wollte er aufschreiben, dass Jesus Christus Gott ist und dass er ein falscher Prophet ist oder so. Ja, 100%. Er wollte bereuen, ne? Aber sie haben es ja nicht gelernt. Oder er hat es aufgeschrieben, sie haben es weggeschmissen. Weil warum die ganzen Hadithe, dass auf einmal Jesus aus dem Himmel die Propheten entsandt hat zu den Menschen? Und zwar Bulus, also Paulus, hat Jesus entsandt. Aus dem Himmel. Da steht, das haben Muslime geschrieben. 1. Sure 36, Vers 18, ne? Das sind Hadithe. Ich weiß nicht, in welchem Bezug sie zum Koran stehen. Das kann ich nicht sagen. Okay. Das sind ja auf dieser saudi-arabischen Seite, an dem wir gerade dran sind, alles zu übersetzen. Und das steht auf deren Seite. Dass zum Beispiel Mohammed die Bilder von Jesus in der Kaaba gelassen hat. Dass Mohammed die Debatte verloren hat über die Gottheit von Jesus Christus mit den Christen. Dass er selbst geschrieben hat, dass Jesus... Von Najran, ne? Die Christen von Najran haben ihn ausgefordert, ne? Ja, ja. Das sind alles Hadithe auf der saudi-arabischen Seite, die nie ins Englische übersetzt wurden. Und auf dieser Seite habe ich gefunden, dass Jesus Propheten geschickt hat aus dem Himmel. Und die sind als Sahih eingestuft, also... Heftig. Ja, das ist heftig. Also umso tiefer man reingeht, umso schlimmer wird es eigentlich für die Muslime. Aber wie ich gemerkt habe, es gibt eh nur noch Koraniten. Koraniten? Ja. Selbst der Islam konnte jetzt... Ja, ja, das ist ja schämend, das ist ja nichts anderes. Heute mein Live war ein Muslim da, er hat gesagt, Bukhari, das sind alles Lügner. Das sind alles Menschen, die Fehler machen. Was willst du da? Ich habe gesagt, aber dein Koran hat auch eine Überlieferungskette. Da stehen auch Gelehrte drin. Wieso akzeptierst du den Koran mit Überlieferungskette, aber die Hadithe nicht? Das macht ja alles so keinen Sinn. So sieht das aus. Naja. Gut, Amir, ich schick dir das dann alles persönlich und dann kannst du ja mal reinschauen, wenn du möchtest. Okay, alles klar. Ja, Gottes Segen. Ciao. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich. Wieder. Ich muss kurz zu meinen Mossad-Agenten. Heftig. So, Tipico machen, bis ich wieder da bin, ihr Lieben. Danke. Mal wieder Jesus Christus euch segnen, wundervoll.
Gottes Segen auch dir. Ja, wir haben fast gleich die 100.000 auch wieder erreicht. Sehr gut. Heute Abend ist wieder mein Hauptaccount wieder frei. Ab 7 Uhr. Ab 7 Uhr, das ist krank. Ne? Wenn Hauptaccount immer frei ist, ne, was dann abgeht, ne, das ist unfassbar. Die Leute sind unfähig. Ich glaube, ich brauche einen Kaffee oder so. Ich schlaf gleich ein. Hi, servus Amir. Hi, mein lieber, Gott segne dich und deine Familie. Dich auch, mein Lieber. Okay, jetzt weiß ich. Okay. Ich wusste nur nicht, wie man es anmacht. Amir, ich habe eine Frage. Aber du musst, bleib bitte kurz ein bisschen ehrlich so, weil das stört mich gerade. Im Arabischen gibt es 12 Millionen Wörter. Wie kann man 12 Millionen Wörtersprache so leicht in eine 300.000 Wörtersprache wie Deutsch übersetzen? Weißt du, was willst du jetzt damit sagen, dass man Arabisch nicht übersetzen kann? Ja, Ich habe ja gesagt gehabt, das sind 12 Millionen Wörter. Und wie kannst du diese 12 Millionen Wörtersprache so leicht und so eindeutig, weil reden tut man ja eindeutig, das ist auf jeden Fall so und nichts anderes. Aber wie funktioniert das denn? In eine 300.000 Wörtersprache? Ja, das widerlegt ja dann quasi, Allah, weil Allah sucht sich dann eine Sprache aus, die weder zu übersetzen ist, noch zu deuten ist, und das ist eigentlich nur eine Religion für die Araber ist. Hast du ganz genau super bestätigt. Aber erlernen das kann war's. Man ja die Sprache, oder nicht? Ja, das ist das ja. Aber wenn du sagst, dass die arabische Sprache 12 Millionen Wörter hat und das so eine komplexe Sprache ist, warum sucht sich dann Allah eine der schwersten und komplexesten Sprachen, um sein Wort wiederzugeben? Das ist doch Quatsch. Ja, aber dann ist es ja genauso wie bei den Jesiden, weil die Jesiden akzeptierst du ja. Weil die Jesiden, bei den Jesiden ist es so, du kannst nur als Jeside geboren werden. Und die sind 2 Millionen Menschen. Das heißt, wir 8, etwas, wir sind dann einfach schon verloren. Wir haben gar keine Chance, weil wir nicht als Jeside geboren sind. Aber die akzeptierst du, die Religion? Die Jesiden glauben doch nicht an Himmel und Hölle. Sie glauben nicht an sowas. Aber die monotheistischen Religionen, sie glauben an Himmel und Hölle. Ist es ein zweiter? Hast du dich schon mal auseinandergesetzt mit der jesidischen Religion? Na, nicht so unbedingt, nicht so flüchtig ein bisschen, nicht so unbedingt. Ja, nicht so. Wenn du dich noch niemals damit beschäftigt hast, wie willst du dann darüber reden? Ist doch Quatsch. Aber Bruder, hast du dieses Ding geschaut, was ich dir gesagt hatte, das mit dem, um alles wieder neu zu machen? Was bist du denn? Bist du Muslim oder was? Bruder, ich bin Alevite. Ja, okay, du weißt ja, was den Aleviten blüht, wenn die sunnitischen Muslime hier nach vorne kommen, ne? Da bist du auch dran. Nee, nicht die sunnitischen, sondern die wahhabitischen, das sind die schlimmsten. Die Sunniten akzeptieren euch niemals, niemals. Ja, wie auch immer, aber... Das hat nichts mit Wahhabiten oder sowas zu tun. Für die Sunni seid ihr
Jaur, also so, so Untermenschen. Ja, heftig, keine Ahnung. Ne? Für die Juden sind, ist man dasselbe, für die Christen ist man auch dasselbe. Nein, das hat niemand gesagt. Für die Christen ist jeder Mensch geliebt von Gott, aber der Zorn Gottes ist auf dir, weil du keine Entscheidung für den Herrn triffst, für den Herrn Jesus Christus. Und so bleibt der Zorn Gottes auf dir. Das ist das Problem, was die Menschheit hat. Bruder, nehmen wir mal an, ich als Dings, Alevite, möchte mich, entscheide mich zu Jesus zu kommen. Ja, tamam, okay, wir kommen, aber wie sollen wir denn kommen? Guck mal, wie viele Strömungen ihr auch habt unter, in euren eigenen Reihen. Evangelien, Katholiken, diese, das, das, dieser Vatikan und alles Mögliche, was da alles so gibt. Ja. Wäre das dann nicht besser, wenn du einmal selber die Bibel aufschlägst und schaust, was Jesus Christus sagt und seine Worte mal verinnerlichst, anstatt du auf verschiedene Denominationen guckst, ist doch Quatsch. Wenn ich so gedacht hätte wie du, wäre ich niemals Christ geworden. Ja, ja gut. Ja, aber, okay, wieso, wie viele Christen gibt's im, wie viele Christen gibt's auf der Welt? 1, etwa oder 2 Milliarden, oder? Das weiß ich nicht, wie viele Christen es gibt. Aber der ja, Jesus Christus sagt, nicht ein alle einfach zum Evangelium der zu kommen. Jesus Christus, warte ganz kurz. Der Jesus Christus sagt, breit ist der Weg in die ewige Verdammnis und viele befinden sich drauf und schmal der Weg für ganz wenige, die auf ihn wandeln. Also, es gibt nicht viele Christen auf der Welt. Die breite Masse ist verloren. Das ist das Problem, was wir haben. Ja? Ein Christ ist derjenige, der seine Knie vor Jesus Christus gebeugt hat und eines Tages in seinem Leben vor ihm Reue gezeigt hat und ihn angenommen hat als seinen Herrn und Heiland. Das ist ein Christ. Und der sein Kreuz täglich auf sich nimmt und dem Herrn nachfolgt. Verstehst du? Ja. Deswegen empfehle ich dir, setz dich hin und lerne Jesus Christus kennen und schau, was Jesus Christus von dir verlangt. Aber mal, das andere, hast du das schon geschaut, Bruder, wo ich doch dir gesagt hatte letztens? Was? Das, mit dem ich gehe zu meinem Vater, um alles wieder neu zu machen. Das wolltest du doch schauen, weißt du noch? Was wollte ich schauen? Ich war doch letztens in deinem Live, aber ohne Kamera. Da habe ich doch gesagt, ich habe dieses Passion Christi angeschaut. Die Passion Christi, ja. Genau, und da waren zwei so Sachen. Erstmal das, dass er sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Das hast du ja erklärt gehabt. Und das zweite war dann, mach dir keine Sorgen, ich gehe zu meinem Vater, um alles wieder neu zu machen. Ja, das, deswegen habe ich ja gesagt, man muss die Stelle heraussuchen, um zu schauen, was der Jesus Christus da gesagt hat. Du hast mir ja immer noch nicht die Stelle genannt. Ja, ich weiß doch gar nicht, ich habe es nur in dem Film gehört. Also deswegen sage ich dir, wie wäre es denn, wenn du heute mal die Bibel lesen würdest, vom Anfang bis zum Ende, also vom Anfang eines Evangeliums bis zum Ende eines Evangeliums. Wäre das nicht eine schöne Aufgabe für dich? Ja, mir macht es nichts aus, ich kann es lesen, ich kann es nachschauen. Ja, also, ist doch super. Ja, da kannst du ja herausfinden, ob das zu einem Film passt oder nicht. Okay, aber ich bin mir sicher, wenn es zum Beispiel da rauskommt, dass ich es nicht checken werde. Deswegen frage ich, ob du das dann checkst, ob du das erklären kannst dann. Also ich weiß nichts um die Stelle, ich müsste dann selber nachschlagen und schauen nach der Kreuzigung, was der Herr Jesus Christus dann gesagt hat. Bin auch nicht allwissend. Oh, dein Leben besteht auch aus diesen Themen alle. Ja, okay, aber ich bin doch kein Orakel, das alles weiß. Ich habe mir sehr viel gemerkt, ja, weil ich mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt habe. Aber alles weiß ich doch nicht. Das ist doch Quatsch. Keiner weiß alles, nur Gott weiß alles. Ja. Also, deine Aufgabe wäre es, die Evangelien dir mal durchzulesen und zu mal schauen, wer der Herr Jesus Christus war und was er für dich persönlich getan hat. Aber das ist dann auch wieder so eine Sache. Nehmen wir mal an, ich will jetzt als Beispiel, nehmen wir mal an, ich will zum Christentum kommen, dann hindert mich wieder diese Sache. Ich würde dann zum Beispiel kommen, aber ich würde mir sagen, warte mal, stopp beim Evangelium, weil die sind ja 300 Jahre nach Jesus gekommen. Wie soll ich denn daran glauben? Sag mir mal, erklär mir das. Die Evangelien sind 300 Jahre nach Christus gekommen? Dieses Evangelium, ja. Wer sagt sowas? Das habe ich gelesen. Wo hast du sowas gelesen? Das weiß ich nicht mehr. Ich musste mir auch noch mal raussuchen. Wirklich, wirklich. Ja, ich habe das so gelesen. Was soll ich machen, alle? Denkst du, ich bin nicht so wie du, Profi bei so Religionssachen. Nein.
Die frühesten Evangelien, die wir haben, sind ungefähr 50 bis 100 Jahre. Und wir haben auch die P50 oder 52, das ist so eine Abschrift, die datiert ist auf das, ich glaube, ich müsste da nochmal nachgucken, aber das ist so ungefähr 70 Jahre nach, siehst du, wie ich gesagt habe, 70 Jahre nach Christus. Ja, aber und das sind die größten Quellen. Ja, aber auch nach 70 Jahre. Wenn du daran Zweifel hast, wie gehst du dann mit dem Koran um und die Hadithe und alles mögliche, die 300 Jahre nach Mohammed kam? Weißt du, wann Bukhari gelebt hat? Nee, aber der Koran ist ja während Mohammed gekommen, aber... Das stimmt doch gar nicht. Wann dann? Der Koran wurde überhaupt nicht von Mohammed kollektiert und in ein Buch gefasst. Das hat der Sahaba getan. Hier ist ein Evangelium, der will es mir erklären dann. Servus. Hi. Evangelium ist dadurch entstanden, der katholische Glauben ist ja der Ursprung, der erste christliche Glauben. Die Katholiken haben irgendwann damit angefangen, Geld zu machen mit der Religion. Daraufhin hat Martin Luther diese Thesen geschrieben und das Evangelium gegründet als Erneuerung, Verbesserung von der katholischen Kirche, weil die... Nein, der Martin Luther hat eine Reformation hingelegt. Genau. Und er hat gesehen, dass die katholische Kirche sehr viele Irrlehren mit eingeführt hat. Sehr viele Traditionen sich eingeschlichen haben. Aber darum geht es ja nicht. Wir müssen in die früheste Geschichte der Christenheit gucken. Und das ist in der Apostelgeschichte. Was ist dort passiert, in den frühesten ersten Christen? Verstehst du? Da kann ich leider nicht folgen. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Ja, siehst du, das ist das große Problem. Viele lesen die Bibel nicht, viele beschäftigen sich nicht damit und dann wollen sie einfach anfangen zu reden, ohne irgendwie mal nachgeschlagen zu haben und mal herausgefunden haben, was das Ganze auf sich hat. Das ist ja Quatsch. So kann man doch nicht mit seiner Seele umgehen. Also ich bin kein Gläubiger. Ich wurde getauft. Da konnte ich nicht selbst entscheiden. Genau, so wie viele andere hier in diesem Land. Die sind einfach getauft worden und haben gar nichts mehr mit dem Glauben zu tun. Ich empfehle dir einmal selber, die Evangelien mal aufzuschlagen und Jesus Christus mal kennenzulernen, so wie ich es auch getan habe. Und mir Zeit genommen habe für das Thema. Es geht ja schließlich um deine Ewigkeit. Wo möchtest du denn deine Ewigkeit verbringen? Also ich möchte sie nicht in der Hölle verbringen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mich hinsetzen und mir Zeit dafür nehmen. In der Hölle will ich sie auch nicht verbringen. Was? Aber was hast du gesagt? Ja, aber dann ist es ja auch so, dann gibt es ja auch im Christentum oder im Evangelium halt so, Himmel und Hölle. Wenn du das machst, dann kommst du hoch. Wenn du das nicht machst, dann kommst du hoch, runter. Nein, das will ja der Herr nicht. Der Herr sagt ja in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Herrlichkeit des Herrn kommen, damit sie gerettet werden. Es ist einfach nur ein Geschenk Gottes, dass du einfach sagst, ja, Herr Jesus, ich greife nach deiner Hand, rette mich. Ich glaube an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Das ist ganz einfach. Es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott dir anbietet. Du brauchst nicht 1 Million Sachen zu machen, damit du Gott gefällst. Aber du brauchst nur einen Tag in deinem Leben, Gott zu widmen und um Buße bei ihm zu tun, um deine gesamte Schuld vor ihm zu bereuen. Gott will doch nicht, dass du irgendwelche rituellen Waschungen vollziehst, zu bestimmten Zeiten an einer Bushaltestelle sitzt, damit du abgeholt wirst zum Gebet oder was ist das bitte? Das sind Religionen, die nichts mit Gott zu tun haben. Gott will eine lebendige Beziehung mit dir führen. Das ist es, was der Mensch braucht. Eine lebendige Beziehung zu seinem Schöpfer. Und das kann dir nur Jesus Christus geben. Er vollbringt das, was Religionen dir nicht geben können. Er baut die Brücke zwischen dir und Gott zu deinem Schöpfer. So sieht's aus. Okay, aber reicht es für mich dann, sag ich mal, wenn ich zum Beispiel jetzt Christ werde und dann sage, für mich ist Jesus Gott. Wenn ich das sage zum Beispiel, wenn ich das sage, dass Jesus für mich Gott ist, reicht es dann für mich schon aus, dass ich die Ewigkeit bekomme später? Muss ich nicht wie Jesus leben, wie ein Christ leben? Du musst natürlich gucken, was der Herr Jesus Christus von dir verlangt.
Das ist schon mal eine Stufe, die du erreicht hast, um zu erkennen, dass Jesus Gott ist. Das ist schon mal das Erste. Und jetzt kommen die anderen Schritte, um das alles, die Erkenntnis zu erlangen. Also musst du anfangen zu lesen, nach und nach. Die ganzen Evangelien, die Briefe des Apostel Paulus und. Verstehst du? Hast du mich gehört? Ja, ich höre dich schon. Ja. Du musst also schauen, was der Jesus Christus von dir verlangt. Und das, was er von dir verlangt, ist die Wiedergeburt. Das findest du in Johannes Kapitel, das Himmelreich nicht erben. Der Herr Jesus Christus verlangt, dass wir aus dem aufrichtigen Herzen, aus Wasser und Geist neu geboren werden müssen. Wir kommen einmal in unserem Leben aus dem Schoße unserer Mutter. Und der Herr Jesus Christus verlangt eine zweite Geburt, aber eine Wiedergeburt aus dem Geiste heraus. Dass du erkennst, dass du ein Sünder bist und dass du deine Schuld vor ihm bereust. Und dass du den Herrn Jesus Christus annimmst als stellvertretend für dich, der bezahlt hat. Sonst bist du ja schuldig vor Gott. Nur eine Sünde trennt dich von Gott. Aber Jesus Christus nimmt alles auf sich, was du in deinem Leben getan hast. Und der macht genau das Gegenteil von Religion. Hammer, ne? Aber weißt du, was mich auch fragt? Zum Beispiel bei euch Christen ist es so, dass die Jesus verraten haben, immer noch besser angesehen werden als Muslime zum Beispiel. Wer sagt sowas? Ja, ich weiß nicht. Die Juden werden immer viel besser dargestellt und angesehen als Muslime, nein, obwohl die nicht verraten waren. Nein, die Heilige Schrift ruft uns dazu auf, Israel nicht zu verfluchen. Weil Gott sagt, wer mein Volk verflucht, der sei verflucht. Verstehst du? Ein Christ hat nicht die Berechtigung, einfach Israel zu verfluchen. Das sei ferne. Der Christ hat für beide Parteien zu beten, sowohl für die palästinensische Bevölkerung als auch für die israelitische Bevölkerung. Weil auf beiden Seiten siehst du ja den Totalschaden. Die eine Partei greift die andere an und darunter sind ja Millionen, also zigtausende von Zivilisten. Und das Gleiche passiert im Umkehrschluss. Und da hat der Jesus Christus uns die Waffe des Gebetes gegeben, ne? Und nicht der Stoßgebete, wie es David damals getan hat in dem Psalmen. Das ist nicht unsere Aufgabe, Menschen mit Stoßgebeten zu den Herrn zu bitten, da Vernichtung zu betreiben. Nein, nein, nein. Das hat der Jesus Christus uns nicht beigebracht. Der Herr sagt, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen. Bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. So sieht's aus. Weißt du, wie es Matthäus 5,43. Weißt du, gibt es bei euch auch so diese, so im Christentum solche Hadith-Geschichten, sowas? Habt ihr das auch, Bücher? Nein. Guck, die Bibel ist unser Leitfaden. Die Bibel ist unser Leitfaden und unser Vorbild ist der Herr Jesus Christus. Seine Worte sind maßgebend für einen Christen. Und bei uns seine Worte sind non plus ultra für einen Christen. Amen. Bei uns Aleviten, für uns ist es so, also wir schauen nur, was, also für uns zählt nur der Koran, aber nicht diese, zum Beispiel diese Hadith und Bukhari und das, diese, auf das hören wir gar nicht so. Auf diese Khomeini, Sistani und dies und das, wie sie alle heißen, das interessiert uns alles nicht. Und ich verstehe. Ja, das interessiert dich nicht, aber das interessiert Millionen anderer von Muslimen, die das ernst nehmen. Du kannst ja nicht nur für dich sprechen und sagen, meine Ansicht ist die richtige Ansicht. Deine Ansicht ist die Minderheit im Islam. Und die wird überhaupt nicht akzeptiert und auch nicht toleriert. Du gehörst also zu einer Gruppierung, die sich die Aleviten nennen, die von den Muslimen weltweit nicht anerkannt wird. Dein Blut und das Blut der Aleviten ist halal. Das darf man vergießen. So ist die Lehre des Islams. Weil du überhaupt nichts mit dem Islam zu tun hast, so sagen die sunnitischen Muslime. Jetzt hat er eine Live-Pause hier. Es ist da rausgegangen. Die Hadithe, ja, ich hoffe natürlich, wir können ja für ihn beten, dass seine Augen geöffnet werden, dass der Herr da Gnade mit ihm hat. Aber ich habe ihm so gut es geht geantwortet. Ne? Stell dir mal vor, jetzt Dr. Sheikh Abu Amir, hätte so einfach gehandelt, wie die gehandelt hätten. Ja, einfach plump an die Sache rangehen, sonst hätte ich doch den Herrn Jesus Christus niemals angenommen.
wenn ich auf die katholische Kirche geschaut hätte, mit den ganzen Skandalen und sowas, versteht ihr? Oder auch die evangelikale Kirche und so, ne? Orthodoxe Kirche oder was weiß ich, was es da alles für Skandale gibt. Und das Ganze dem Herrn Jesus Christus in die Schuhe zu schieben. Ist doch Quatsch. Wir sind doch nicht der Maßstab für das, was der Herr Jesus Christus gemacht hat. Nein. Der Jesus Christus ist der Maßstab. Er zeigt uns, was wahrhaftig ist, nicht wir. Wir versuchen, so gut es geht, in seine Fußstapfen zu treten, aber wir alle scheitern, weil wir Menschen sind und in dieser sündigen Natur gefangen sind. Natürlich wollen wir ein heiligeres Leben führen, als wir vorher gelebt haben. Und wir kämpfen den guten Kampf gegen die Sünde. Aber wir alle strauchen auf irgendeine Art und Weise. Jeder von euch. Ihr könnt euch alle nicht freistellen von dieser sündigen Natur. Der eine sündigt mehr, der andere ein bisschen weniger. Aber sündigen tun wir alle. Das ist das Problem. Nur ich zeige nicht mit dem Finger auf andere. Versteht ihr? So ist das. Ich wünsche mir natürlich von ganzem Herzen, dass die Menschen, die Vergebung ihrer Schuld nötig haben, erkennen, dass da jemand ist, der ihnen auch Schuld, also ihre Schuld vergeben möchte. Und so sagt der Herr Jesus Christus, kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch erquicken. Ich will euch vergeben. Ja? So ist es. Soll ich jetzt anfangen, auf die Sünden der anderen Menschen zu zeigen? So kommen ja andere und zeigen mit 10 auf meine. Ist doch Quatsch. Es geht hier um theologische Auseinandersetzungen, um das wiederzugeben, was Gott uns Menschen aufgetragen hat. Das ist das. Ja? Wenn du doch ach so gut bist und nicht so viele Fehler und Sünden hast, dann brauchst du doch den Herrn Jesus Christus gar nicht, oder? Weil du schaffst es ja von dir selbst aus. Aber solange du Sünden hast, fehlerhaft bist und nach Gott schreist, ist der Herr Jesus Christus vor dir und er sagt, ja, mein Kind, komm her, schrei mal zu mir, geh mal auf die Knie und bereue mal deine Schuld. Und ich werde dir vergeben. So ist das. Es gibt nicht einen Menschen hier auf der Welt, der nicht gesündigt hat. Allesamt. Unsere Eltern und die Eltern unserer Eltern, alle haben sie gesündigt, von Generation zu Generation. Auch wenn wir sie lieben und sagen, das sind die besten Menschen in unseren Augen. Unsere Mutter, Vater und so, ne? Nein, sie alle haben auch gesündigt. Und zwar nicht zu knapp. Ja, deswegen braucht die Menschheit braucht den Herrn Jesus Christus. Die 100.000 haben wir gleich voll. Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch, Bruder Amir. Danke. Hallo? Hallo? Echte Frank, mein Lieber. Hört man mich jetzt? Ja, jetzt hört man dich besser. Ja, jetzt hört man dich besser. Ja, also ich wollte erzählen, wie ich zum Herrn gekommen bin, also mein Zeugnis. Okay. Also ich fange mal an, ja, Bruder? Alles klar. Ich war auf der Suche, also was heißt, ich war gar nicht auf der Suche, sondern der Vater hat mich gezogen sozusagen, ne? Und ich habe auf Internet so einfach YouTubes Video angeschaut und dann bin ich dann auf dein Video gestoßen, wo du da mit Abunaji da diese Debatte da geführt hast da draußen. Genau, und da habe ich mir so gedacht, so, ist das ein Moslem, der jetzt über den Herrn Jesus Christus redet, so, ne?
und debattiert. Ich habe mir gesagt, hey, das ist doch ein Muslim, weil ich habe dich, ne, so gesehen, du, deine, du, die Araber, ne, sozusagen, so siehst du aus. Ne? Und dann habe ich gesagt, genau, genau. Und dann, ich guck so, ne, und ich dachte mir, ja, ich höre mal, was er so sagt, ne, und debattiert. Und dann habe ich gesehen, dass du das richtig drauf hast. Ich guck, boah, der hat viel Ahnung über so Bibelwissen und über Koran, der zerstört den Koran jetzt gerade und so, ne. Und du hast das Fakten da auf den Tisch gebracht, ne? Da habe ich mir gesagt, da hat mich das so voll interessiert, weil ich bin ein Ex-Katholik, ne? Und da habe ich gesehen, Moment mal, dieses Glauben, was er hat, also du, was du hast, dieses Glauben, das habe ich gemerkt, das ist nicht dieser Glaube, was ich als Katholik da hatte. Habe ich das direkt gemerkt, das ist was Stärkeres, was du hattest. Dieser wahrhaftige Glauben sozusagen, ne? Und da habe ich so, ich weiß nicht, die ganze Zeit nur dieses eine Video von dir gesehen, wo du mit Abu Naji den Islam zerstörst, da so, weißt du? Und da habe ich das jeden Tag so angeguckt. Und dann habe ich wusste nicht, wieso ich das die ganze Zeit so mag, dieses Video so anzugucken. Und dann auf einmal, jetzt kommt's, ich gehe statt spazieren mit meiner Familie, auf einmal ich sehe dich vor meinen Augen, wie du Bibel verteilst. Und dann, ich bin zu dir gekommen, ich sag, ey, bist du das nicht, dieser Ex-Muslim? Da hast du gesagt, ja, das war schon Jahre her. Hast du gesagt, ja. Ja. So, und dann habe ich da irgendwas mit dir gesprochen. Ach so, da habe ich gesagt, hast du mich gefragt, was bist du denn? Da habe ich gesagt, katholisch. Da hast du gesagt, nee, nicht katholisch, dass das nicht richtig ist. Und da wusste ich nicht noch gar nicht, was das, weil ich war so ein... Du weißt ja, Katholiken, manche, die haben nichts zu tun mit Bibellesen und so weiter. Die sind so, ja, so, was heißt das? Sie sind sehr lauwarm oder noch schlimmer sogar. Ne? So. Und dann, ich bin nach Hause gegangen, ich meine zu meiner Familie, boah, zu meiner Schwester, ne, und so weiter. Boah, das ist dieser Ex-Muslim, ich habe ihn gesehen. Und da habe ich mir so gedacht, wieso passiert das die ganze Zeit, dass ich immer so in die Richtung gezogen bin. Aber der Vater, dann habe ich später gemerkt, der Vater hat mich gezogen die ganze Zeit. Und dann bin ich auf von deinen Videos auf den Bruder Reza Videos gestoßen. Da mit den Machenschaften, Illuminati-Entschlüsselung und so weiter. Illuminati, ja, das ist einer der heftigsten Videos. Und dann sind mir die Augen aufgegangen, da wo ich diese Videos noch gesehen habe. Da habe ich gesagt, okay, jetzt weiß ich, was hier auf dieser Welt passiert. Da wusste ich direkt, wo dieses Spiel hier läuft. Da bin ich direkt aufgewacht, da habe ich mir gesagt, jetzt weiß ich, dass der Herr Jesus Christus hier, jetzt wird ein Kampf hier geführt um die Seelen. Da wusste ich direkt, was hier war. Da habe ich direkt gewusst, was, wieso Katholiken, Orthodoxen und so viele Religionen, Islam und so weiter, wieso der Teufel das alles gemacht hat, damit er viele Seelen mit sich, zu sich zieht, in den Feuersee. Und dann danach habe ich die Bibel angefangen zu lesen und so weiter. Mit Herzen bin ich da gegangen damit. Ja, und da habe ich Buße getan, natürlich, habe alles erkannt. Habe ich erkannt, dass der Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist, ne? Angenommen, die meine Sünden bereut und so weiter, hat mein ganzes Leben den Herrn Jesus Christus sozusagen gegeben. Ja, und darum, ne? Dann, darum rate ich jeden, der mich zuhört jetzt, kehrt um zum Herrn Jesus Christus, dem lebendigen Gott, denn keine Religion wird euch retten, keine Religion, nur die Wiedergeburt, wie in Johannes 3, Vers 3 steht, das wird euch nur retten. Und das, was der Bruder Ami euch verkündigt die ganze Zeit und für euch sozusagen kämpft, damit ihr, erzieht euch zu dem Herrn Jesus Christus, damit ihr zu ihm kommt, das ist hier kein Spiel hier, das ist ein richtiger Kampf auf dieser Erde. Deshalb, wir werden auch alle für euch beten, damit euch diese Worte zum Herzen nehmt, ne? Was wir hier so alles haben. Amen, wundervoll. Ja, und alle Ehre den Herrn Jesus Christus, dass er uns mit dieser Gnade geschenkt hat, sozusagen. Ne? Amen. Siehst du, das alles war nicht umsonst. Das alles war nicht umsonst, dass mein Bruder und ich das gemacht haben. Das war nicht umsonst. Nee, das ist auf jeden Fall, ihr habt sehr viel sozusagen Frucht gebracht, sehr viel Frucht.
Und die ganze Zeit, die Frucht, die geht immer weiter, die stoppt nicht, ne? Die wächst immer weiter und die Leute bekehren sich die ganze Zeit. Von meinem Bruder die Arbeit, von dem Bruder Resan, von dir. Ja, Halleluja. Ja, wir danken dem Herrn Jesus Christus, dass er mein Bruder und mich zwei genau, alle kleine Knechte benutzt. Ne? Genau, es ist wundervoll. Alle Ehre den Herrn Jesus Christus, der wahrhaftige Amen. Gott, dass er solche Gnade mit uns hat. Amen. So ist das. Super, mein Lieber. Dankeschön für dein kurzes Zeugnis, ja. Mein Lieber. Das gibt auch wieder Mut und Kraft und Stärke, weißt du, das stärkt einen wieder. Ne? Ja, natürlich, deshalb müssen wir in der Liebe immer bleiben, ne? Weil die wieder wahrhaftig Wiedergeborenen, die werden immer in der Liebe sein und verharren in der Liebe. Amen. Denn wir sind aus Gott geboren. Amen. Amen. Ja. Wundervoll. Okay, möchtest du noch was sagen? Nee, das war das Wichtige, das Zeugnis vom Ende, was ich ablege, mich gekommen. Dankeschön für dein kleines Zeugnis, mein Lieber. Gott segne dich und deine Gott Familie. Segen, Bruder, ne? Gott segne dich, mein Lieber. Mach's gut, ciao. Ja, wundervoll. Wundervoll. Wie der Herr Jesus Christus arbeitet, das ist ja echt phänomenal. Guten Morgen. Die Hetzerei macht Menschen frei. Ja, ne, die Menschen sind ja nicht doof. Es gibt genügend Menschen, die sofort ihre Augen aufgetan werden, weil sie die Wahrheit ja sehen mit ihren eigenen Augen. Sie können das doch nicht mehr leugnen. Die anderen machen nur noch so und spielen den Ignoranten. Das ist das Problem. Das ist das Problem, was wir haben. Die Ignoranz gepaart mit eine Tonne Verdorbenheit in ihren Herzen. Wie mein Bruder immer sagt, eine Tonne Verdorbenheit in ihren Herzen. Dr. John, stimmst du mir dazu? Dr. John hat es bestätigt. Dr. John. Dieses Dr. John kam von Liebe zum Hadith, ne? Der hat das erwähnt, ne? Dr. John. Dr. John hat es bestätigt. Wie verzweifelt man sein muss, ey. Einfach Dr. John. Und dann kommt dieses Video, dieses... Da ist so ein Arzt am Tanzen. Ich geh kaputt, ey. Dr. John, der beste ärztliche Tänzer. Tanzender Arzt. Dr. John, wer ist Dr. John? Wie süßig, ey. Er ist 21, Absatz 34, ja genau, so in etwa. Was ist das? Jetzt trollt der schon. Ach nee, das ist ja eine die. Lies es doch. Du bist eine Frau, bist du, ne? Die trollt schon seit Monaten bei mir rum, ey. Wie die mich liebt. Oder der oder die. Keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, sie ist eine Frau, ne? Lies es doch. Seit Monaten ist die mich am Stalken, ne? Ich habe so viele Stalker, das glaubt ihr gar nicht, das ist unfassbar. Ey. Hör doch auf, meine Liebe, lies es doch. Wann meine neue Rapper-Single rauskommt, erst dann, wenn du anfängst, Kamelurin zu trinken und deinen Propheten ernst zu nehmen. Dann kommt meine Rapper-Single raus. Also nie. Erst wenn du anfängst, schön Kamelurin zu trinken, dann kommt meine Rapper-Single raus. Und dein Propheten herzunehmen. Lies es doch. Ja, warum liest du es denn nicht? Dein Name ist Lies es doch, aber du liest die Hadith nicht, du liest den Koran nicht, du liest die Tafsir nicht, du gehörst nicht auf die Gelehrten. Wer ist das denn? Was ist das für ein Name? Lies es doch. Eigentlich bitte dein Name.
generell in Erschießung. Die Gefahr Erschießung. Ich weiß nicht genau, wie viel ich die Stunde bekomme. Aber als Hetzologe verdient man schon gar nicht so übel, ne? Es hängt. Es langt. Der Schere hat den Hetzologietitel erreicht, ne? Also von daher, als Hetzologe verdient es schon eine Menge, ne? Amir, es gibt weder Allah noch Jesus. Doch, Jesus gibt es. Die Historiker beweisen es eindeutig. Die Historiker beweisen auch eindeutig, dass Allah ein Mondgott ist. Von Mossad 200 Euro die Stunde bekomme ich, genau. Iran, beste Land der Welt. Ja, danke schön. Danke. Und ein Schienbein, ja genau. Ja, Tina hat es bestätigt. Ein Schienbein. Ja, nicht jeder kann den Hetzologietitel erreichen. Das ist eine saugroße Arbeit, ne, die dahinter steckt. Das ist dieser Person völlig egal, Leute, Mann. Sie möchte nicht lesen, sie möchte nicht begreifen. Du hast vielleicht Anerkennung durch unwissende Menschen. Nee, die sind doch alle aufgeklärt. Alle hier innen drinnen, die sind alle aufgeklärt über das Christentum und über den Islam. Alle. Und können genauso mithalten mit euch, wie ich auch. Mittlerweile sind die alle gut ausgebildet. Die haben eine gute Hetzologie-Ausbildung hier gemacht bei mir. Lies es doch, mach doch. Hetzilein, du darfst nicht traurig sein. Komm und tritt ein in den Hetzverein. Und sei ein kleines Hetzilein. Ja, das war wieder einer der greatest Hits von eurem Dr. Sheikh Abu Amir. Hetzilein. Den werde ich mit meinem Bruder rausbringen. Wir sind dann die, wie heißen die, diese zwei, die das rausgebracht haben? Wildecker Herzbuben. Mein Bruder sind die Hetzilein Herzbuben. Hey, komm, bitte, bitte, komm. Lies es doch mal, bitte, komm. Jetzt reicht's auch mal. Morgen kannst du wieder weitermachen, aber für heute ist wieder genug. Das reicht mir für heute. Wann kommst du auf Spotify? Ja, demnächst, ne? Wir sind die Wildecker Hetzbuben. Die Wildecker Hetzbuben. Mein Bruder und ich sind die Wildecker Hetzbuben. Sie liebt dich, Arme. Anscheinend, das ist heftig. Boah. Ihr könnt euch einen Namen ja aussuchen. Entweder Head Street Boys, Wildecker Hetzbuben oder... ja, oder ein anderer Name. Wir verlosen dann. Also, wir losen das Ganze aus. Wir stimmen ab. Head Street Boys oder die Wildecker Hetzbuben? Die Hetzbuben? Hetz allerliebst, ja genau. Hetzilein. Du musst ein Hetzi sein. Der ist heftig, ne? Hetzilein, du musst ein Hetzi sein. Die greatest Hits von Dr. Sheikh Abu Amir. Hier, Abu Hetzerei und sein Bruder, hier, Hetzman. Hetzman und sein Bruder Abu Hetzerei. Schmetzilein. Alexa antwortet, mach eine Abstimmung. Die Head Street Boys oder Hetzbuben? Mal gucken, wie die Leute abstimmen.
Alexa, antworte. Alexa, antworte. Head Street Boys oder Heads Boom? Wann kommt der Kinofilm, die Hetze? In der Hauptrolle Abu Hetzerei Reza. In der Nebenrolle sein Bruder Abu Hetzman. Zwei Brüder, die es geschafft haben, durchzudringen. Sie sind auf der Flucht vor dem ganzen Wahnsinn, was ihnen noch begegnet. Heads or die. Heads or die, genau. Heads or die. Der ist gut. Heads or die. Das ist der Filmtitel. Leute, das ist der Filmtitel. Heads or die. In der Hauptrolle Abu Hetzerei und Hetzman. Und ihr seid in der Nebenrolle, ja, ganzen Leute da im Chat. Ihr macht dann die ganze Produktion und alles Mögliche. Ihr macht das dann. Heads or die. Komm, wir hören uns mal ein bisschen was Schönes an vom Herrn. Oder was meint ihr? Ein wenig, einen wundervollen Psalm hören wir uns an. Hä? Sahih al-Hetzerei, genau. Das ist unser Buch. Sahih al-Hetzerei. Oh. Ich krieg einen Anruf. Einen Moment. Was ein Kaputter, ey. Ja, ich geh jetzt erstmal tanken. Ich muss jetzt Tanki Tanki machen. Damit auch das Hetzmobil immer weiterläuft, ne? Vergiss nicht deinen Kaffee. Ja genau, sehr gut, Dr. John. Das haben Sie sehr gut erkannt. Ich werde mir einen Kaffee holen, danke. Dr. John, sehr gut gemacht. Amir spielt einen Psalm ab in der Zeit. Sehr gut, TC, das ist eine wundervolle Idee. Der Herr ist mein Licht. Hört ihr? Und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber staunen und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutze seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir, verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Verlass mich nicht und tu die Hand nicht von mir ab, Gott, mein Heil. Denn mein Vater und meine Mutter
verlassen mich. Aber der Herr nimmt mich auf. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis dem Willen meiner Feinde, denn es stehen falsche Zeugen wider mich auf und tun mir Unrecht ohne Scheu. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn. Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Presse am Start. Ja, natürlich, Dr. John. Ach nee. Entschuldigung. So, habt ihr gerade Psalm gehört und dann das Schnarchen meines Kleinen hier? Auf euch, ihr Lieben. Wo steht das allein? Hund hat in Sure 53, Vers 1, Tafsir al-Tabari. Der hat einen Dobermann, hat der. Oder ein Tibetien Mastiff. So ungefähr, so ist der Hund von Allah. Der ist ein kleiner Mann, bartlos, mit grünem Anzug, wolligem Haar. Ja, da muss er wirklich so einen kleineren Hund haben, ne? Weil einen großen Hund, der kann er ja gar nicht halten. Ich trinke gerade weiße Red Bull, ja. Diese ganzen Red Bulls mit Geschmack. Die haben es schon in sich, wa? Aber was ist deine Lieblings-Red Bull? Ja, meine Lieblings-Red Bull, die Leute sollen sich das nicht holen. Deswegen trinke, wenn ich immer trinke, dann gehe ich immer zur Seite und trinke das und nicht einfach so hier so voll Werbung für diesen Müll machen, so, ne? Hat der Hund auch nur ein Bein? Das weiß ich nicht, das muss man mal nachforschen. Lies bitte Sahih Bukhari 6524. Sahih Bukhari 6524. You will meet Allah barefooted, naked, walking on feet and uncircumcised. Ihr werdet Allah begegnen, barfuß, nackt, auf den Füßen gehend und beschnitten. Uncircumcised. Nee, unbeschnitten. Unbeschnitten, uncircumcised. Unbeschnitten einfach. Ihr steht da alle mit Zipfelmütze dann, ihr ganzen Lieben. Zipfelmützchen, ey.
Was ist das bitte, Mann? Dr. John hat es bestätigt, ja. Dr. John, danke, Dr. John. Dr. John hat es bestätigt. Ich glaube, Liebe zum Hadith kommt nie wieder da raus. Ne? Dr. John hat es bestätigt. Das kannst du keinem erzählen. Ne? Das ist so heftig. Der schlimmste Hadith ist Sahih Bukhari 6968. Kennt ihr den? Sahih Bukhari 6968. Wo du einen Trick anwenden darfst, um eine Jungfrau klar zu machen und sie unter zwei falschen Zeugen zum Richter zu bringen und sie zu heiraten. Das ist so krank. Was für eine Religion, ey. Ja, genau. Sahih Bukhari 6968. Das ist so heftig, ne? Dass die Muslime sich hier nicht in Europa schämen, in Grund und Boden für ihre Hadithe. Das kannst du keinem erzählen. Du kannst also die Leute anlügen, betrügen, um da eine Jungfrau dir zu schnappen, wie so ein Pokémon. Und dann kannst du unter zwei falschen Zeugen das Ganze vor dem Richter bringen und der Richter erkennt das dann an und somit ist sie dann deine Frau. Ist das geisteskrank? Und dann reden Muslime über Moral, Ethik und Anstand. In einem islamischen Staat, wenn wir dann Muslime wären und ich auf einmal so rumlaufe, dann sehe ich so eine Jungfrau oder ein kleines Mädchen oder was, dann schnappe ich mir sie unter zwei falschen Zeugen, sage ich, das ist meine Frau, ihr müsst das mal bitte bestätigen. Die bestätigen das und der Richter erkennt das an. Und somit ist die Heirat gültig. Ohne die Zustimmung des Kindes oder der Jungfrau, oder ist völlig egal. Ist das zu fassen? Wie kann man überhaupt einen Arab aus der Wüste vertrauen? Ja. Das kann jeder für euch selber nachschlagen. Das, was ich sage, stimmt wirklich. Sahih Bukhari 6968. Merkt euch das. Wenn die Muslime euch in die Ecke drängen, mit Seiten Moral oder was, Moral, Anstand, Ethik, dann kannst du sagen, guck mal, was dein eigener Prophet hier macht. Guck dir das mal an. Bist du auch bereit, jetzt das, was du gegen mich gesagt hast, deinem eigenen Propheten zu sagen? Unfassbar. Unfassbar. Wieder Nase zu. Hat es Dr. John bestätigt? Dr. John hat es bestätigt, was ich sage. Bruder, ich bin auch ein Nasenspray-Junkie. Ja, bei mir sind das ist alles hier voll, ey, ehrlich. So schnell schwellt das an, ich weiß auch nicht. Ich habe Angst, einige Leute haben mir gesagt, lass dich nicht operieren. Ne? Das wird nur schlimmer. Es muss ich das die ganze Zeit mit diesem Nasenspray irgendwie... Ja, die Schwellung, dass die Schwellung so abschwellt, ne? Uniklinik, genau. Uniklinik hat es bestätigt. Nimm Salzspülung her. Ja, werde ich mal demnächst mal anstreben, ehrlich. Der Dr. John wird hier noch zum Kult, ich sag's euch. Dr. John! Sinopret, was ist das, Hauptvoll? Was ist das, in Tschir? Sinopret. Ist das so ein Mittel oder was ist das? Arme Kamelurin trinken. Nee, das überlasse ich dann lieber den heftigsten Muslimen, ne, die dann bereit sind, ihren eigenen Propheten in die Fußstapfen zu treten. Sehr gut, Sinopret.
Schleimlösend, okay. Ja. Ja, aber das ist unerträglich. Ich krieg dann meistens keine Luft. Abends auch, bevor ich schlafen gehe, nehme ich das auch, damit ich nicht so schnarche. Das ist heftig. Meine Nase ist immer zu. Ich war beim Arzt, hab das mal durchchecken lassen. Er meinte, das ist schief. Die Nasenscheidenwand ist schief. Und er muss die korrigieren, ne? Und dann, der schlaue Arzt, ne, sagt er auf einmal zu mir, ja, wenn wir schon gerade dabei sind, dann kann ich dir die auch so korrigieren, ne, dann mach ich dir doch den Höcker weg. Das kostet dich dann zusätzlich aber 1000 Euro. Kohle machen, ne? Heftig. Dann machen wir das in einem Abwasch, sagt er der so. Armin, hast du Allergie? Nein. Also ich glaube nicht, keine Ahnung. Der Arzt meinte, die Nasenscheidenwand ist irgendwie schief, ne? Ja. Was? Mach dir doch ein drittes Loch hin. Ja, am besten so ein Piercing hier reinmachen. Hast du so ein Loch? Kannst du so. Bruder, haben wir ja bis Alexa geschickt. Okay, gut, danke. Warte, ich muss diesem Typen mal eine Blockade geben. Blockade. Ja, es gibt einige Leute, im englischsprachigen Raum gibt es den Robert Spencer. Kennt ihr den vielleicht? Dr. Robert Spencer, der ist ein sehr, sehr heftiger Debattierer. Ich glaube, der ist selber Atheist oder nee, der ist Jude. Robert Spencer, der ist Jude und er debattiert auch regelmäßig gegen Muslime auch und so. Der ist heftig, der Robert Spencer. Der hat das Buch rausgehauen, Did Mohammed Exist? Der hat eindeutig herausgefunden, dass Mohammed niemals existiert hat. Das ist so krass, Leute. Einfach nur krass. Wirklich. Did Mohammed exist? Die haben sich sogar zusammengetan, Dr. David Wood und Robert Spencer gegen Anjem Kodari. Anjem Chowdhury aus England und Omar Brooks, nicht Omar Brooks, sondern Sheikh Omar, genau. Die konnten ihren eigenen Propheten nicht verteidigen und haben eine miserable Leistung hingelegt. Einfach, Mohammed hat nie existiert. Ist ja nur ein Titel, genau. Der Preiswürdige, der Allpreiswürdige. Wer ist denn der Allpreiswürdige, ihr Lieben? Wer ist der Allpreiswürdige? Jesus, sehr gut, jawohl, Jesus Christus. Merkt ihr, zu was sich Mohammed gemacht hat? Er hat sich selber zu Gott gemacht. Mohammed ist ein Titel, sein Name war Qasim ibn al-Kilab, so hieß er, so war sein Name. Qasim ibn al-Kilab. Und der Titel, den er sich gegeben hat, ist Ahmad und Mohammed. Oh, meine Kollegen sind hinter mir. Meine Freunde von der Polizei. Die halten bestimmt Dr. Sheikh Abu Amin jetzt gleich an. Weil die gesehen haben, oh, da ist ein bärtiger Typ mit so einem Dings unterwegs. Jetzt pass mal auf.
Dann sage ich, ich bin's, Jungs, Dr. Sheikh Abu Amin. Dann sage ich, ach so, Dr. Sheikh Abu Amin sagt das doch. Aber die sind ganz dicht hinter mir. Die haben bestimmt schon mein Kennzeichen durchgegeben. Einmal bitte Kennzeichen. Dann sagt er von der anderen Leitung, ah, das ist unser Kollege. Lass den mal in Ruhe. Stellt euch das mal vor. Hast du wirklich einen Hund? Ja klar, habe ich einen Hund. Der liegt hier. Hörst du denn nicht das Schnarchen manchmal, wenn ich weg bin? Die sind weg. Die haben Dr. Sheikh Abu Amin doch nicht gewollt. Die waren unterwegs für jemand anderen. Einfach. Pierre Vogel schnarcht dein Netzmobil. Ja, der Pierre Vogel macht jetzt immer mit Sheikh Ibrahim Livestreams, ja? Die supporten sich so gegenseitig. Ich würde mal gerne so einen echten, einen richtigen islamischen Staat Soldaten, so einen Kämpfer des islamischen Staates, mal hier drinnen haben, der sich auch bestens auskennt mit Koran, Sunna, Hadithe, die Aussagen der Gelehrten und einfach, dass wir ihm zuhören, dass er uns das Ganze erklärt. Ich habe euch das ja alles schon erklärt, aber ich will nochmal aus dem Munde von ihm das Ganze hören, was der von Pierre Vogel hält. Und Sheikh Ibrahim und diese ganze sogenannte Salafis, was er von ihnen hält, was die Leute des islamischen Staates von solchen sogenannten Salafis halten. Das möchte ich gerne mal wissen. Falls hier jemand drin ist, der zum islamischen Staat gehört, komm ruhig mal hoch und erklär uns mal den islamischen Staat und deren Grundlage und wie sie so funktionieren, auf was sie sich beziehen und wer der Pierre Vogel und Sheikh Ibrahim und so sind. Und Abul Bada. Was sind Wahhabiten? Dieser Begriff wurde irgendwie im Laufe der letzten Jahrzehnte den Menschen gegeben, die nach Koran und Sunna authentisch leben wollen. Das ist das. Geht zurück auf den Gelehrten Sheikh Mohammed Abdul Wahhab. Der hat das Buch Tauhid verfasst, ne? Kitab al-Tauhid, das Buch des Monotheismus, ja. Tauhid, wissen wir, was Tauhid ist. Tauhid bedeutet Monotheismus, aber da gibt es sehr viele Ungereimtheiten. Das Wort Tauhid bedeutet nicht Monotheismus ursprünglich, sondern Unification bedeutet das auf Englisch. Genau, das Wort Tauhid kommt nicht im Koran vor, das Konzept Tauhid. Genauso, wenn jemand zu euch sagt, ja, wo steht denn das Wort Trinität in der Bibel? Sagst du, nee, das Wort Trinität existiert nicht in der Bibel, aber das Konzept der Trinität existiert in der Bibel. Genauso so wenig wie Tauhid im Koran steht, existiert aber die
dieser Monotheismus im Koran, aber da merken wir, was das für ein Monotheismus ist. Mit Allahs Schienenbein und so. Unterhalten, ja? Hast du denn erzählt, wie viel Prophezeiung Koran? Ja? Nicht? Okay.
Amir, das beste Nasenspray ist von der Marke AL 0,0% Shop Apotheke. Okay. Ja, danke für die Tipps. Thank you very much. Siehst du, jetzt ist meine Nase wieder total frei. Alles ist gut. Boah. Alles schön, alles toll, alles supi. Ich glaube, viele haben das Problem, ne? Viele haben das Problem, wie Dr. Scherer vor mir. Amir, ist es Sünde, wenn ich MMA mache? Ja, es kommt... Nein, warum sollte es denn Sünde sein? Wenn du das nutzt, um andere Menschen zu unterdrücken, dann ja, natürlich ist das Sünde. Aber wenn du das für dich als Sportart machst, dann ist es natürlich gar kein Problem. Wettkämpfe sind natürlich wieder was ganz anderes. Ne? Das ist das ja. Wenn du das für dich als Sportart machst, ne, das ist die eine Sache. Aber wenn du dann Wettkämpfe machst, ja, musst du selber für dich wissen. Ne? Der Herr sagt ja, uns ist alles erlaubt, ist nur alles nützlich. Ist das nützlich, musst du selber für dich abwägen. Ne? Bloß nicht das Ohr abbeißen wie Mike Tyson, genau. Ich habe gestern noch den Kampf gesehen zwischen ihm und Holyfield. Ich habe mich totgelacht, ey, wie der Tyson da so bekassiert hat, ne? Und der nicht mehr weiter wusste, als dem Holyfield da in sein Ohr zu beißen, ne? Komm, wir hören ein bisschen. Wir nutzen die Zeit ein wenig. Johannes-Evangelium. Sollen wir das Johannes-Evangelium hören, ihr Lieben? Das wäre doch eine gute Sache, oder? Werbung. Langanhaltende Frische und männlicher Duft für Haare, Körper und Gesicht in Parfümqualität. Mann, riechst du gut. Es gibt ein. Boah, nur Werbung, Werbung, Werbung. Reinigung. Und sie kamen zu Johannes. Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das war Johannes Licht, Evangelium. Welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, die
denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Amen. In sein Eigentum, genau. Er kam in sein Eigentum. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Amen. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben, was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme, die ruft in der... Der große Account ist heute um 19 Uhr wieder frei. Der große Account. Wüste ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Da haben wir es, ne? Die nennen, die Propheten heißen... Und Elias bedeutet, Jahwe ist mein Gott. Und Allah hat einfach die Propheten für sich selbst beansprucht. Ohne zu bedenken, dass diese Propheten auch die Namen Gottes tragen. Unglaublich. Na endlich, sagt sie. Na endlich, wie? Na endlich. Danke. Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Genau. Aber da hat Mohammed wahrhaftig einen Fehler gemacht, ne? Ohne zu bedenken, auch die Engel im Koran. Guck mal hier, lass uns das mal ganz kurz gucken. Die Engel im Koran, wie die den Koran entlarven. Pass mal auf. Warte. Ich hoffe, ich finde das. Wie die Engel im Koran den Islam entlarven, ne? So hieß das Video, ne? Warte mal. Wie die Engel im Koran den Islam entlarven. Wie die Engel im Koran den Islam entlarven. Hoffentlich finde ich das. Kennt ihr das, dieses Video? Wo das so perfekt,
glaube, das Video war sogar von CP, ne? Du willst wissen, wie viel dein Auto wert ist? Schnell und einfach online. Bei wirkaufendeinauto.de gibst du deine Autodetails ein und erhältst den Verkaufspreis. Wir haben fast die 150.000 geknackt, ihr Lieben. Zwischen dem Engel Gabriel sowie in der Bibel. Ja. Ah, hier ist das. Schon sehr, sehr alt, das Video. Damals noch. Und ich möchte euch bitten, diese zu kopieren und zu verbreiten. Die Namen der Engel im Islam und im Christentum und was sie beweisen. Nun werdet ihr sagen, wie kann man mit dem Namen von Engeln irgendetwas beweisen? Ich werde euch zeigen. Wenn wir die Bibel untersuchen, finden wir darin viele Namen von Engeln. Viele von uns kennen die Namen, aber haben vielleicht nie darüber nachgedacht, dass und warum sie einer bestimmten Regel entsprechen. Sehen wir uns die Namen an. Warum enden sie alle mit L? L. Warum? Michael, Raphael. Warum also das L am Ende? Was bedeutet das? Warum also das L am Ende? Wenn wir uns die Bedeutung des hebräischen Namens von beispielsweise Michael ansehen, ergibt das, wer ist wie Gott oder wer ist Gott gleich? Und wo ist das Wort Gott? Nun, das hebräische Micha bedeutet, wer ist wie oder gleich. Und somit steht das L für Gott. Es ist ein Wort, nicht einfach nur zwei Buchstaben, sondern ein Begriff. Und er bedeutet Gott. Dass also El den Namen der Engel angefügt wurde, bedeutet also, dass dieser Engel gehört zu Gott und dient Gott. Wer ist wie Gott? Gabriel bedeutet Mann Gottes oder Mächtiger von Gott. So, this means that Gibra or Gibri, El, Gibri is man of and El is God. Und El ist Gott. Dasselbe betrifft all die anderen Namen. Wir sehen also, dass sie alle diese Gemeinsamkeiten haben. Sie gehören Gott. Nun, das betrifft das Christentum und Judentum. Now, this is in Christianity and Judaism.
Nein, finden wir eine Überraschung. Sie haben fast die gleichen Namen. Es ist eigentlich keine Überraschung, zumindest für mich. Denn Mohammed hat vieles aus anderen Schriften kopiert. Er schuf gar keine eigene Religion, sondern hat sich den Islam aus Tora, Neuem Testament und Heidentum zusammenkopiert. Und das beweise ich nun. Der wichtigste Name im Islam ist Jibrail oder Jibrael. Jibrail ist der Engel, der den Koran übermittelt. Jeder hat von ihm gehört, oder? Nun, Jibrail, der auch in der Heiligen Schrift erwähnt wird, wir kennen ihn. Er war, als der Maria Gottes frohe Botschaft vom Messias übermittelte. Das war Gabriel. Or he's given her the good news about the Messiah. The angels who talked to her, it was Jibrail. Or Gabriel, we say in English. Now, aber wie beweist das, dass Mohammed einfach den Namen kopierte? Weil sie sich gleich anhören? Oh nein. Wir erinnern uns, was es bedeutet, dass die Namen mit L endeten, dem Namen Gottes. Es ist Bezeichnung und Name Gottes. Die Engel gehören also nur zu dem Allmächtigen. Jetzt hat uns sie einfach dem Gott des Islams zuschreibt. Obwohl dieses EL ist ja der Name Gottes. L. Und die Engel gehören zu Gott. El. Nicht Il. Das ist unglaublich. Nun hat Mohammed vergessen, seine Engel nicht zu Allah gehörend umzubenennen? Genau. Nein, auch im Koran gehören die Engel alleine El, nicht zu Allah. Da hat er vergessen, sie nach Allah zu benennen. Müssten die Namen wie folgt lauten. Jibra Allah. Jibra Allah. Irgendeiner der 99 Namen Jibra Allah. Gottes des Islams. Mikallah. Falls du das nicht wusstest, Allah hat 99 Namen. Aber Überraschung, keiner davon ist El. Und gleichzeitig enden die Namen aller seiner Engel mit Il. Arabischer Name. Alle sind die Engel des Herrn. Was bedeutet, dass sie allesamt El gehören. So sieht's aus. Kein einziger von was ein Riesenfehler. Und das Heftigste ist, der stellt ja jetzt gerade seine These auf, der Christian Prince. Und am Ende zeigt er sogar durch den Tafsir von At-Tabari, dass alles, was er gesagt hat, eindeutig stimmt. Das beweist, denn Mohammed kopierte einfach die Namen, ohne ihre Bedeutung zu kennen. Und Allah glaubt nicht an den Namen El. El ist nicht der Gott des Islams. Einfach gesagt, Allah sagt damit, dass der wichtigste Name überhaupt, der des wahren Gottes, den Namen meiner Engel beigefügt ist. Erinnert euch, der Name El ist nicht ohne Grund Teil der Namen der Engel. Es bezeugt, dass El der wahre Gott ist, dem die Engel wirklich dienen und nicht Allah. Nun, wie kommt es also, dass Allah vergaß, den wichtigsten von aller Namen in seinen 99 Namen aufzunehmen? Dieser Name El taucht in seiner Liste der Namen nicht auf. Dabei ist es so wichtig, dass selbst die Engel im Islam zu El gehören, wie wir sehen. They belong to El, as we see. Israfil, Mikael, Israel. Other than they are the angels of El. Keiner von ihnen ist ein Engel Allahs. Damit sagt uns der Koran, weißt du was? Ich erzähle euch ein Geheimnis, aber ich verstecke es zwischen den Zeilen, damit nur Wissende die Wahrheit erkennen. Durch die Namen alleine kannst du sehen, dass ich und der Islam falsch sind und Mohammed euch nicht die Wahrheit erzählt hat. Denn die Namen der Engel gehören nicht zu Allah, sie gehören zum Gott Israels. They don't belong to Allah. They belong to the God of the Israel. Und wenn wir uns Israel ansehen, sehen wir Folgendes. Siehst du das?
Israel selbst gehört zu Gott. Have the name of God. Wie auch Gabriel, Michael, wie kommt? Ganz einfach. How come? Ganz einfach, weil es eben nicht einfach nur Namen sind, wie Mohammed dachte, sondern sie bezeugen die Zugehörigkeit zum wahrhaftigen Gott. So ist das. Isra ist der Name und El ist Gott. Ist Gott. Also Israel, genau, Israel sind die Menschen von Israel, die zu El gehören. Und Israel im Ganzen bedeutet also überwinden mit Gott, regieren mit Gott. Wer regiert also mit El? Israel bedeutet regieren mit Gott. Selbst das Wort Israel hat Mohammed einfach kopiert und in seiner Ignoranz gestohlen, ohne zu begreifen, was es bedeutet. Es bedeutet schlicht, dass Allah nicht der wahre Gott ist. Keiner seiner 99 Namen ist der richtige. Womit der Gott des Islams unwissend selbst sagt, weißt du was? Der wahre Gott ist El. Und es ist offensichtlich. Wenn wir zum Koran gehen, Kapitel 2, Vers 40, siehst du, O Kinder Israels, wodurch der wahrhaftige Gott, also nicht Allah, sagt, ihr seid meine, des wahren Gottes Kinder, des erwählten Volkes, der Kinder Israels. Die Kinder Israels. Die Kinder Israel. Die Muslime werden jetzt sagen, nein, Israel ist nur der Name einer Person. Das ist falsch. Isra ist der Name der Person. Selbst im Koran. Und El ist der Name Gottes. Und ich höre die Muslime jetzt schon schreien über das, was ich sage. Wir beten zu Allah, dass du das nicht beweisen kannst, was du da sagst. Denn bis jetzt hast du nur erklärt, aber nicht bewiesen. Also was, wenn es nur Namen sind? Hast du einen Beweis? Ja, den habe ich. Wenn wir zur selben Sure die Erklärung lesen und zu dieser hier hingehen. Ah, jetzt geht er in die Tafsire rein, siehst du? Die Tafsire sind natürlich eine Vernichtung gegen den Islam. Und El ist Gott. Er hat gerade den Islam ruiniert. Die Namen der Engel widerlegen den Islam. Alle Namen gehören zu ihm. El, Jesus Christus, Gott. Ich sage euch, Muslime, geht auf die Knie. Es ist bewiesen, selbst im Koran ist es bewiesen, dass Gott, El, der einzig und wahrhaftige Gott ist. Kehrt um und tut Buße. Selbst im Koran ist es bewiesen, El ist Gott, Jesus Christus. So sieht's aus. Die Engel im Koran beweisen, dass der Koran eine Fälschung ist, geklaut und kopiert und einfach in eine neue Religion eingefügt. Das ist einfach krank. Ohne sich dessen bewusst zu sein, was Mohammed da macht. Genau wie Elias, wie ich euch das gestern auch erklärt habe. Elias bedeutet, Yahweh ist mein Gott. Elias, Yahweh ist mein Gott. Und wenn sie sich dem Propheten Elias zuschreiben, Elias, dann heißt es nichts anderes, als der Prophet Yahweh preist. Ja, wer ist mein Gott? Ja, warte, ich komme sofort. Ich komme sofort, ja. Er ist krank, ne? Also.
Der Arme, lass den in Ruhe. Lass den einfach nur in Ruhe. Er hat euch nichts getan, der Kleine. Er ist ein Guter. Er ist ein sehr Guter. Der Shake ist da, der Shaky. Wir lieben ihn, ja. Ein ganz lieber. Bis der Hunde sieht und dann wird er zum Monster. Ein kleiner Monster. Monster. Du bist ein Monster. Und mein Hund Rocky schnarcht aus, ja.
Seid ihr euch gut am Unterhalten, oder was? Ohne mich? Was gibt's denn hier Neues im Chat? Was ist denn hier so im Chat los, hä? Wir haben dich vermisst, ja. Heute auch vermisst. Ich komm doch mal. Freitag muss ich mal wollen, was die hier arbeiten. Was ich vom Beruf bin, ich bin Mossad-Agent, habe ich euch doch schon gesagt. Ich bin Staatsschutzbeauftragter, der in seinem Hetzbubi rumfährt und dabei viel, viel Hetzologie betreibt. Keiner kann das so wie ich. Nur so viel, dass ich selbstständig bin. Ich bin selbstständig. Ja, einfach, ich bin selbstständig. Selbst und ständig. Ständig er selbst, genau. So, wo waren wir stehen geblieben beim Johannesevangelium, war? Weiterhören? Ja, ne? Würde ich auch mal sagen. Oder soll ich auf Abul Bala reagieren? Soll ich ein bisschen auf Abul Bala reagieren oder sollen wir Johannes Evangelium weiterhören? Wie möchtet ihr? Was möchtet ihr denn am liebsten? Was soll euer Dr. Sheikh Abu Amin machen? Beides, okay, beides. Reaktion, okay. Erst das Wort Gottes, sehr gut hier. Sehr gut. Ja, komm, wir hören uns das erste Kapitel an und dann reagiere ich auf Abul Bada.
Okay, machen wir das so. Das beste und schnellste Dellenreparaturwerkzeug der Welt. Jetzt mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Komm Leute, wir haben fast die 200.000 geschafft. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das ist übersetzt den Gesalbten. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus aber sah ihn an und sprach: Du bist Simon, Jonas Sohn. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus ab. Hängt das bei euch oder was? Hört ihr das gut oder hängt das? Gut, okay. War von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah, dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum? Du wirst Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen.
Kapitel 2. Sollen wir noch Kapitel 2 hören oder soll ich direkt anfangen zu reagieren? Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen? Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und dann sagen die Muslime: Guck mal, wie Jesus mit seiner Mutter redet. Ist das nicht abwertend? Es ist unglaublich. Die verstehen ja gar nicht, dass gerade der Gott selber im Fleisch geoffenbart mit Maria gerade redet. Diese Frau hat ihn nur geboren. Ja, Gott im Fleisch. Es ist unfassbar. Zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Siehst du, die hat's begriffen. Die hat nicht gesagt, aber dort sagt. Die hat aber nicht zu ihm gesagt, wie redest du mit mir oder so. Die hat gesagt, was er sagt, das tut. Versteht ihr, weil Maria wusste, wen sie da geboren hat, den Retter. Aus dem Alten Testament, der sich angekündigt hat. So ist das, sie hat den Messias geboren. Wer ist denn Maria in dem Moment, wenn sie dir zum Herrn Jesus was sagt? Was habe ich mit dir denn zu tun, Frau? Du bist eine gesegnete Frau, die ich auserwählt habe, dass du mich gebärst. So ist das. Ganz einfach. Ja, die tun so, als hätte sie verprügelt. Aber dass Mohammed aber zu seinen Eltern sagt, dass sie Muschrikin sind, das ist kein Problem. Dass sie unrein sind, Najis, ne? Die Kuffar waren ja Najis zu der damaligen Zeit, auch heute noch. Der kommt ja aus dem Stamm der Quraysh, und Sure 9, Vers 28 wurde ja überliefert durch die, wegen der Quraysh. Götzendiener, die Quraysh waren ja Götzendiener, Najis. Innamel Mushrikun an Najisun. So war, die Götzendiener sind unrein. Also heißt es, die Mutter von Mohammed ist unrein, so dreckig? Ja, da habt ihr kein Problem mit, ne? Steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben wenige Tage dort. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern. Und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier! Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das ist so eine Räuberhöhle. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Prophezeiung erfüllt. Da antworteten die Juden und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferstanden war, dachten seine Jünger daran, dass er ihnen dies gesagt hatte,
und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Diese neue 79 war. Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Er kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Das wichtigste Kapitel der Bibel. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, aha, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Aha. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa, und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Aber auch Johannes taufte in Änon nahe bei Salim, weil viel Wasser dort war. Und sie kamen dorthin und ließen sich taufen, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen worden. Es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Johannes antwortete und sprach:
Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Der aus dem Himmel kommt, ist über allen. Jesus. Und er bezeugt, was er gesehen und gehört hat, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Halleluja. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Kapitel 4. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, »Gib mir zu trinken.« Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, »Wie eine samaritische Frau bin«, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, »Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser.« Die Frau spricht zu ihm, »Wer gibt uns lebendiges Wasser? Wer gibt uns lebendiges Wasser zu trinken, so dass uns nicht mehr dürstet?« Mohammed. Ja, Mohammed. Jesus Christus, genau. Jesus. Er gibt uns also lebendiges Wasser, wie er gerade gesagt hat, richtig? Es ist also Jesus Christus, der sagt, ich gebe euch das Wasser. Also ist er das wirklich in Offenbarung 21,7. Ich gebe dem Dürstenden zu trinken von dem lebendigen Wasser. Pass mal auf. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne sein. Es ist der Herr Jesus Christus. Ihr habt es gerade allem bezeugt mit euren Kommentar. Offenbarung 21,7. Wo sagt Jesus Christus, ich bin Gott? Ein Vers vorher. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das war's. Es handelt sich doch um Jesus Christus. Für jeden, der seinen Mund aufmacht, wer sagt, wo sagt Jesus ist Gott? Wo sagt Jesus ist Gott? Ich kann das nicht mehr hören, ehrlich. Ey. Ja, kombiniert mit Johannes 4. Johannes 4, Vers 4, glaube ich, war das jetzt gerade. Und Offenbarung 21,7. Das war's. Jesus Christus ist derjenige, der uns Wasser des, also lebendiges Wasser gibt. Und Offenbarung 21,7 heißt es, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O. Wer spricht denn hier? Jesus Christus. Er ist ja auch das A und das O, der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Jesus ist derjenige, der uns aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst gibt. Und er wird unser Gott sein und wir werden seine Kinder sein. Amen.
vom Vater natürlich geschenkt. Wir sind eigentlich die Kinder des Vaters, aber dem Herrn Jesus Christus geschenkt. So sieht's aus. Habt ihr es begriffen? Für diejenigen, die noch nicht so weit sind. Wenn Muslime zu euch kommen, könnt ihr das kombinieren mit Johannes Kapitel 4 und Offenbarung 21,7 und sie erstmal fragen, wer ist derjenige, der in dem Dürstenden vom Quell des Wassers des Lebens umsonst gibt. Da wird er natürlich antworten mit Gott. Dann sagst du ihm Dankeschön, dann ist Jesus Christus Gott, weil er sagt in Johannes 4, ich will dem Dürstenden geben vom Quell des Wassers des Lebens umsonst. So sieht's aus. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Woher hast du das lebendige Bist Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Siehst du? Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Siehst du? Das Wasser, was ich ihm gebe, wird nie wieder durstig sein nach dem Trachten, nach dem ewigen Leben, weil Jesus Christus ja selber schon das ewige Leben ist. Und du hast den Weg gefunden zu ihm. Und dir wird nicht mehr dürsten und hungern nach Gott, weil du hast ihn gefunden. Halleluja. Seht ihr? Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Das Gespräch mit der Samariterin beweist uns eindeutig, dass er derjenige ist, der in Offenbarung 21,7 redet. Ein Vers, ein, zwei Verse davor, heißt es ja schon, da geht's los. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Aha. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Jesus spricht zu ihr, Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Die Immobilienpreise... Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein. Der verdient dir voll die Kohle mit dem Wort Gottes. Heftig. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's. Ich bin's. Jesus Christus sagt, ich bin der Messias. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm denn jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen,
Meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate, dann kommt die Ernte? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an. Sie sind schon weiß zur Ernte. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit sich der Sämann und der Schnitter miteinander freuen. Denn hier ist der Spruch wahr, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch ausgesandt zu ernten. Und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Der Retter der Welt, der Christus ist. Nach den 2 Tagen aber zog er fort und ging nach Galiläa. Jesus selbst bezeugte zwar, dass ein Prophet in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet wird. Als er aber nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf, weil sie alles gesehen hatten, was er während des Festes in Jerusalem getan hatte, denn auch sie waren zu dem Fest gekommen. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein königlicher Beamter, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Wie wundervoll der Herr ist. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Amen. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten ihm und sprachen, dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welcher es mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. In der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, samt seinem ganzen Haus. Dies ist das 2. Zeichen, das Jesus wieder umtat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Kapitel 5. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen daliegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Ich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen,
der mich gesund machte, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat ist. Was für eine Aussage! Damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen auch Herr über den Sabbat ist. Das kommt gleich. Weil er am Sabbat geheilt hat. Damit will er sagen, ich bin euer Gott eigentlich, weil nur Gott über der Herr über den Sabbat ist. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so mit Gott gleich machte. Womit er sich selbst Gott gleich machte. Wenn ihre Stimme... Das ist doch nicht normal, ey. Das kannst du keinem erzählen. Der macht da voll die Schnitte für Werbung, ey. Das ist unfassbar, ey. Was ein richtiger Teufel. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, so dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Welcher er will, sein eigener Denn Wille. Der Vater richtet niemand, hat alles sondern dem Herrn alles Gericht gegeben. Hat er dem Sohn übergeben. So sieht's aus. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Aha. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich. Propheten gemacht. Einen wundervollen Propheten. Das ist das. Sie haben ihn runtergebuttert, den Herrn Jesus Christus. Sie haben ihm die Stellung des wahrhaftigen Gottes und des ewigen Lebens weggenommen und aus ihm nur einen Propheten gemacht. Wahnsinn, ne? Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage... Das zeigt der Viervogel nicht, ne? Dass ein normaler Prophet sowas sagen kann, wer an mich glaubt, der kriegt ewiges Leben. Das zeigt der Viervogel natürlich nicht. Er zeigt nur Johannes 5,30, zwei Sätze. Das war's. Er sagt, das ist Islam. Das ist Islam, sagt er. Was meint ihr, wie der Viervogel vor Leuten Schiss hat, eine vernünftige Debatte über die Gottheit des Herrn Jesus Christus zu führen? Ich meine diejenigen, die sich bestens auskennen und die Gottheit des Herrn Jesus Christus ganz locker verteidigen können. Warum macht er das nicht? Okay, mit mir will er das nicht machen. Mit mir will er einen MMA-Fight haben. Mit mir will er einen Bare-Knuckle-Fight haben. Okay, kein Problem, lass mich weg. Aber was ist mit den anderen, die ganz normal und locker sind? Mit dem will er auch nicht? Was für einen Sinn ergibt das also? Er läuft wirklich weg. Er spielt sich die ganze Zeit auf, aber er läuft die ganze Zeit vor Leuten weg, die ihn herausfordern. Okay, mit mir will er einen Kampf haben. Okay, kein Problem. Also... in dem Sinne, dann will er nur mit mir auf die Schnauze hauen. Aber was ist denn mit den anderen? Da hat er gesagt, mit den anderen werde ich diskutieren, aber bei mir macht er so eine Ausnahme. Ja gut, dann diskutier doch mit den anderen. Und ich gucke mir das Ganze an. Er hat das prophezeit, Jesaja 9,5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Man nannte seinen Namen... Wunderbarer Ratgeber, Stark, Gott, ewig Vater,
Friede führst. Das sind Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Dass er durch eine Jungfrau geboren wird. Das ist unglaublich. Wie kann man sich denn nicht hinsetzen und das dem Ganzen mal nachgehen? Wie geht das denn? Warum geht ihr so mit euren Seelen um? Warum? Too much camel urine. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und die sie hören, werden leben. Wow. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Seit wann halten denn Propheten Gericht über die Menschen? Wie geht denn das, wenn Jesus nur ein Prophet ist? Wie kann er denn gerecht richten, wenn sein Gericht nicht gerecht wäre? Denn nur das Richten von Gott ist ja gerecht. Oder nicht? Ich glaube, das steht sogar in Sura, lass mich nicht lügen, 97, dass Allah der gerechte Richter ist. Stimmt das? Kann das jemand bestätigen? Der gerechte Richter ist Allah. Und er gibt niemandem eigentlich sein Gericht, weil niemand kann ja perfekt richten als nur das Richten von Gott. Das wissen wir doch. Der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst. Da, jetzt kommt ihr Vogels Lieblingsstelle. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Habt ihr das gehört? Aber mein Gericht ist gerecht. Ja, wenn Jesus nur ein Prophet ist, wie kann er denn gerecht richten? Ich dachte nur, Gott kann perfekt richten. Er muss also göttliche Fähigkeiten haben, oder wie? Das ist Islam, sagt er einfach, das ist Islam. Wie kann man sich überhaupt Wissen von Pierre Vogel aneignen? Wie geht sowas? Da fällst du doch nur auf die Fresse mit. Da fällst du doch nur auf die Schnauze, wer sich von ihm Bibelwissen holt. Oder versucht, die Bibel zu widerlegen. Da kannst du dir nur bös die Finger verbrennen. Böse. Wenn du dann zu Christen kommst, die sich bestens auskennen. Ja, Pierre Vogel kommt letztes Armutszeugnis, ganz genau. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt. Und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Sind Sie besorgt? Das ist ja krass. Ich wollte Sie kritisch zu urteilen. Sie können Ihren Augen. Ihr habt zu Johannes gesandt. Und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme das Zeugnis nicht von einem Menschen an, sondern ich sage das, damit ihr gerettet werdet. Jener war die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen.
Ich aber habe ein Zeugnis, welches größer ist als das des Johannes. Denn die Werke, die mir der Vater gab, dass ich sie vollbringe, eben die Werke, die ich tue, geben Zeugnis von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, hat selbst von mir Zeugnis gegeben. Ihr habt weder seine Stimme jemals gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr öffnet die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater anklagen werde. Es ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt. Daher kommt das Ganze, diese Prophezeiung auf den Herrn Jesus Christus. Ist alles auf ihn, nicht auf Mohammed. Mose hat von ihm Zeugnis gegeben, von Jesus Christus. Und sonst zu niemanden. Für niemanden. Wahnsinn ist das mal. Wie kann man da Mohammed ja noch in den Büchern Mose versuchen zu finden? Einen Propheten wie dich aus deinen eigenen Reihen. Es muss ein Jude sein und kein Araber. Das ist für mich unvorstellbar. Wie kann man so die Schriften verfälschen und auslegen nach Lust und Laune? Das ist geisteskrank. Das ist absolut gruselig, Mann. Einen Propheten wie dich werde ich erwecken aus deinen eigenen Reihen, deinen eigenen Brüdern. Es muss also ein Jude sein, aus dem jüdischen Stamm. Und kein Araber. Der Kamelurin empfiehlt. Too much camel urine, brother. Too much camel urine. Damit das mit Mohammed legitimiert ist, ja genau, das ist so grausam. Komm, schaffen wir die 300.000, ihr Lieben. 3, 2, 1, jetzt! Jetzt alle zusammen, jetzt! Jetzt! Alles mal 7! Wie werdet ihr meinen Worten glauben? Kapitel 6. Danach fuhr Jesus über den See von Galiläa bei Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, weil sie seine Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf den Berg und saß dort mit seinen Jüngern beisammen. Es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Da nun Jesus die Augen erhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kam, sprach er zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Das sagte er aber, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste wohl, was er tat. 100 Denare Brot reicht nicht aus für sie, dass jeder von ihnen auch nur ein wenig bekommt. Da sprach einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, zu ihm: Es ist ein Knabe hier, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich setzen. Wahnsinn. Es war nämlich viel Gras an dem Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. 5000 Menschen. Und Jesus nahm die Brote, sagte Dank und teilte sie den Jüngern aus. Die Jünger aber denen, die sich gesetzt hatten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und als sie gesättigt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt. Da sammelten sie und füllten 12 Körbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten,
die denen übrig geblieben waren, welche gegessen hatten. Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie: Das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war nicht zu ihnen gekommen. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Am folgenden Tag, als die Volksmenge, die am jenseitigen Ufer des Sees stand, gesehen hatte, dass kein anderes Schiff dort war, als nur das eine, in welches seine Jünger gestiegen waren, und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Schiff gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Es kamen aber andere Schiffe von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nach der Danksagung des Herrn. Da also die Volksmenge sah, dass Jesus nicht dort war, auch nicht seine Jünger, stiegen auch sie in die Schiffe und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat Gott der Vater bestätigt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. An Jesus Christus. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du denn für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht: Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Es wird langsam eng für sie. Helen Schulders? Ich muss unglaublich. Werbung, einfach Werbung. Einfach Werbung, 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 Werbung. Aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Ich bin das Brot des Lebens. Denn das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Gib uns doch alles dieses Brot her. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Seht und ihr, wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Halleluja. Aber ich habe es euch gesagt, dass ihr mich gesehen habt und doch nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen... Welcher Prophet kann sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Wer? Welcher Prophet kann sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Ich bin das Brot des Lebens? Welcher Prophet macht sowas? Da habt ihr den Knall nicht gehört oder was? Jesus ist doch kein gewöhnlicher Sohn. Ich bin das Brot des Lebens?
Ich bin vom Himmel herabgekommen. Propheten kommen vom Himmel herab. Ich war schon in Ewigkeit im Bestehen mit dem Vater. Ihr werdet noch einen großen Preis bezahlen für eure Ignoranz. Das garantiere ich euch. Ich komme sofort wieder. Schnarchi gehört, oder was? Hat euch ein Konzert geschnarcht? Wer ist am Schnarchen, Amir? Das ist mein Doggy Dog. Snoop Doggy. Das ist Snoopy Dibble Double Jizzle. Gott segne dich auch. Das ist Dr. Scherer, aber Amir ist Wachhund. Der kleine Pupser, ey. Der pupst mir hier die ganze Bude kaputt, ey. Boah. Da wär's ja richtig heiß. Ja, der ab und zu mal kommt da mal was raus, ne? Da guck ich ihn immer so an, dann schämt er sich so. Dann macht er so, ne? Der weiß ganz genau, was er da macht. Dieser kleine Schweinchen. Schweini! Das ist ein richtiger Schweini. Okay, hören wir weiter, ihr Lieben. Ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Dass ich es auferwecke. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ich werde ihn auferwecken? Propheten sagen, ich werde ihn auferwecken? Propheten sagen, ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, am Tag des jüngsten Gerichts. Wer wird uns auferwecken? Gott! Wer beansprucht, Jesus Christus zu sein? Gott! Wie manche die Bibel lesen, das ist für mich unbegreiflich. Sie wollen nicht zulassen, dass sie erkennen, dass Jesus Christus behauptet, Gott selbst zu sein. Merkt ihr das? Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr das nicht erkennt. Komm. Dr. Scherer, aber mir ist immer nett. Lässt alle mal rein. Dr. John hat es bestätigt. Hier, guck. Sehr gut gemacht, Dr. John. Da habt ihr eure Bestätigung von Dr. John sogar. Dr. Don Johnson. Muslime sagen mit Allahs Erlaubnis. Genau, Allah. Allachius. Am letzten Tag. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Die Juden, die und sie sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Murrt nicht untereinander. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht geschrieben in den Propheten, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder nun, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der, welcher von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt,
der hat ewiges Leben. Wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben? Propheten sagen, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben? Oder sagen Propheten, wenn ihr an Gott glaubt, habt ihr ewiges Leben? Ich bin im Irrenhaus. Ich sag's euch, ich bin im Irrenhaus mit den Muslimen und Zeugen Jehovas und wie die alle heißen, diese Jesus-Gottes-Leugner. Die greifen die Gottheit meines Herrn Jesus Christus an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Obwohl der Herr ihnen klipp und klar sagt, wer er ist. Wo ist Jesus jetzt, wo Palästina und die Kinder bombardiert werden? Er ist ganz, ganz nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ja, die, die mit Tränen sehen, werden auch mit Freuden ernten. Gott gibt uns die Möglichkeit, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Willst du Gott dafür anklagen? Für den Dreck, den wir Menschen begehen? Gott sagt, macht es nicht. Und was macht der Mensch? Er tut es. Hört er also auf Gott? Das ist das Problem, was manche nicht verstehen, ne? Auch unter den Atheisten. Ne? Da kommt sofort dieses Argument, ja, wo ist denn dein Gott? Guck mal, was er da zulässt. Aber dabei muss man da bedenken, wessen Schuld ist das? Gottes Schuld? Gott gibt uns die Möglichkeit, friedlich miteinander umzugehen. Was machen wir? Wir bekämpfen einander und ermorden einander. TikTok sportlich. Gott hat uns nie Wahl gegeben. Ach so. Der hat uns nur die Wahl gegeben zum Kamelurin trinken. Ja, genau. Ja, genau wie der guckt auch schon so. Ja, wir können Gott nicht anklagen. Gott kann uns anklagen für unseren Dreck, den wir in unserem Leben angehäuft haben. Ne? Jeder von uns. Keiner kann sich frei sprechen. Nicht ein einziges menschliches Wesen hier auf der Erde. Vom Tage 1 bis heute. Vom ersten Tag an mit Adam und Eva bis in unsere heutige Zeit. Alle haben gesündigt. Alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Es gibt nicht einen, der Gutes tut, auch nicht einen, der nach Gott fragt. Allesamt taugen sie nichts. Ständig sind sie am Klagen. So ist das. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Juden sind den ganzen am Aufsagen und die ganze Zeit am Headbangen. Die Muslime umkreisen einen riesen schwarzen Stein 7-mal und trampeln sich zu Tode, damit sie den schwarzen Stein küssen, weil Mohammed den geküsst hat. Und wir Christen schauen uns das Ganze an und denken uns, das kann nicht wahr sein. Die Juden haben ihr Tanach nicht gelesen, haben ihren Messias verworfen. Die Muslime haben ihren Koran nicht gelesen, haben Mohammed geglaubt und haben auch nicht die Bibel gelesen, haben Jesus Christus nicht erkannt, den wahren Eckstein, und werden allesamt verloren gehen. Das ist so grausam. Das ist echt heftig. Er hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Hast du gerade echt meinen Nachnamen gesagt? Wie heißt du denn, Manna?
Christa Manna. Christa Manna. Lass die Moslems machen, was sie wollen. Wenn du ein richtiger Christ bist, würdest du es nicht auslachen. Ich nichts verstehe in deine Sprache. Kannst du bitte Deutsch sprechen? Kannst du Deutsch schreiben? Auslachen. Ah, okay. Auslachen. Ja, über Palmen-PNIS und 1,6 Kilometer breite Hip-Hop-Huri-Hintern und so. Das ist natürlich sehr, sehr lustig. Ne? Also darüber kann man ja dann auch mal lachen. Ne? Ja, genau. 72 Jungfrau, eine 72-jährige Jungfrau bekommen die dann. Meinst du, dafür würden die den Islam annehmen, wenn der Allah gesagt hätte, ich habe euch nicht gesagt 72 Jungfrauen, ihr habt das falsch verstanden. Ich meinte eine 72-jährige Jungfrau. Was meinst du, wie die in Scharen den Islam verlassen würden, wenn die so eine Oma da oben bekommen würden? Das meinte ich gar nicht, mein lieber Moslem, du hast mich falsch verstanden. Wie, Allah? Du hast mir doch gesagt, dass ich 72 Jungfrauen bekomme. Nein, das habe ich nie gesagt. Du hast falsch gelesen. Weil ich habe eine Sprache ausgewählt, die man eigentlich nicht übersetzen kann, die sehr komplex ist. Und ich habe euch alle wieder in die Irre geführt, aber ihr habt mir trotzdem geglaubt, ja, jetzt hast du den Salat. Jetzt kriegst du hier deine 72-jährige Jungfrau. Hallo? Hallo, mein lieber Muslim. Ohne Zähne. Mit Cookie Dent. Hallo? Hallo? Ich geh kaputt, ey. Das kannst du keinem erzählen, ehrlich. Das kannst du keinem erzählen. Und dann sagen die Armee, warum machst du dich lustig? Wäre aber so eine Himmelsvorstellung, ey. Ja, möge der Jesus Christus die blinden Augen öffnen. Dass sie erkennen, dass sie getäuscht wurden mit dieser Religion. Ne? So wie Heinrich Himmler mal gesagt hat in einem seiner Werke, der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich. Sie haben sogar das Märtyrertum und sie werden sogar noch für den Tod belohnt. Mit einem wundervollen Himmelreich und so. Ne? Das also für Soldaten praktische Religion, ne? Damit sie durch das Märtyrertum sogar noch eine Belohnung bekommen. Wahnsinn! Ja, wenn schon der Führer von einer der NS, also die führenden Köpfe der NS, der Heinrich Himmler, dass der Islam ihm gefällt und sagt, der Islam kommt unserer Weltanschauung sehr nah, da muss doch die Glocken hier oben angehen. Hallo, die Uhr ist schon längst auf kurz vor 12, nach 12 schon. Die NS-Ideologie ist dieselbe Ideologie wie der Islam. I don't know what to say. I'm speechless.
Ja, da fällt mir eigentlich nur noch ein, wenn die Muslime dann sagen, dass der Islam Frieden ist, muss man ihnen eigentlich nur eine Sache sagen. Wenn Muslime euch zu euch kommen und sagen, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, der Islam ist Frieden im Spiel. Wenn diese Punkte auftauchen, nur diese... Ah, okay. Nur das Lied. Why don't you lie? Why you always lying? Stop fucking lying. Der Lied dir nur an. You're lying so much. You make it hard for me. Genau. Muslime, macht euch schon mal die Playlist fertig. Sobald die Muslime sagen, Mohammed war der barmherzigste Mensch der Welt, der beste Mensch, der je gelebt hat, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht der Sohn Gottes, Islam ist Frieden, diese ganzen Bingo-Zeugs da, da könnt ihr nur euer Handy rausholen und sagen, warte mal ganz kurz, ich habe etwas für dich. Why you always lying? Why you always lying? Eigentlich nur das Lied abspielen. Das ist der absolute Wahnsinn, ehrlich. Das kommt auch noch dazu. Nächstes Mal, wenn wir die Sure 64, Vers 17 besprechen und dass der Mohammed von den Leuten das Geld verlangt, damit sie ins Himmelreich kommen, dieser Ablassbrief, dann machen wir I got 5 on it. Ich habe 5 darauf gewettet. Wenn ich nächstes Mal mit einem Muslim rede, dann komme ich nur mit I got 5 on it von Lunis. Hören wir uns lieber das Johannes-Evangelium weiter an. Da haben wir viel mehr... Oh, Entschuldigung. Du nicht! Diesen Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe. Ja genau, diese Stelle verstehen die Muslime nicht und legen das Fleisch nicht aus. Als würde der Herr sagen, ja zerfleischt mich und isst mich mal. Und trink von meinem Blut. Warte, ich schneide mir schon mal die Pulsadern auf und hier bitteschön, jeder kann einmal kosten. So verrückt ist das Ganze. User 3322. Hast du gerade mich damit gemeint oder meintest du die islamischen Schriften, die Mohammed als das betitelt? Genau. Ah, mich, Bro. Kein Problem. Du kannst ja dann gerne mal gucken, wer wahrhaftig den Titel verliehen bekommt. Ja? Wer trägt denn von uns Eyeliner? Du musst Eyeliner tragen. So wie dein Prophet. Schön Gold drauf tun. Deine Haare schön lang wachsen lassen, damit sie schön hier hinten, damit das wunderschön ist. Ein Mittelscheitel. Dann weißt du, wer wahrhaftig das ist. Du musst die Zunge in den Mund von Kleinkindern stecken, den Penis von einem Kleinkind küssen. Und die Kleider von Kleinkindern anziehen, dann weißt du schon ganz genau, zu wem du das sagen kannst.
Genau, und Aishas Kleidung tragen. Musst ihr euch mal vorstellen, ein 53-jähriger Mann muss die Klamotten eines 9-jährigen Kindes anziehen, damit er die Offenbarung besser bekommt von Allah. Ist das zu fassen? Auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Wow. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch... Habt ihr das gerade gehört, wo er zuvor war? Dass er auffahren wird, wo er zuvor war. Der Herr Jesus war schon zuvor im Himmel, aber er ist ein Prophet. Habt ihr das gerade gehört? Dass er auffährt in den Himmel, wo er schon vorher war. Jesus Christus war vorher schon im Himmel, aber Jesus ist nicht Gott. Hä? Wie lächerlich wollt ihr euch noch machen mit euren ekelhaften Titeln in TikTok? Jesus ist nicht Gott. Beweis mir das Gegenteil. Ganze Christenheit lacht darüber. Ist gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist. Konnte Mohammed übers Wasser laufen? Nee, der hat sich nur in einem Brunnen von Buddha gewaschen, wo tote Hunde ins Dorf reingeschmissen wurde. Und da hat der Voodoo gemacht, sich sauber gemacht und hat gesagt, Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Weil die Leute waren sehr verwundert, haben gesagt, guck mal, was Mohammed da macht. Der wäscht sich in einem Brunnen, wo tote Hunde, menstruationsbefleckte Klamotten und Müll des ganzen Dorfes drin abgelagert wird. Wasser ist rein und wird durch nichts unrein. Wundervoll. Ja, sehr gut. Hier, der Ahmad kann das bestätigen, siehst du? Ami, ich bin Araber und Arabisch ist meine Muttersprache und ich kann das 100% bestätigen, siehst du? Dr. John, hast du das bestätigt? Dr. John, wo bist du? Muss es bestätigen. Dr. John! Johnny! La gente está muy loca! Ja, siehst du, da ist das. Ja, Sunan Abu Dawud 66, da ist das. Dr. John hat es bestätigt. Sunan Abu Dawud 66. Wir reden nur mit Fakten. Dr. John, we need your Qualitätssiegel.
Stempel drauf. Genehmigt. Der Dr. John, der schreibt euch auch Krankenscheine, ist gar kein Problem. Der macht auch gute Empfehlungen. Dr. John hat es bestätigt. Das ist unglaublich. Dr. John hat es bestätigt. Da ist diesen Titel, kriegt er nicht mehr weg, der Liebe zum Hadith. Ne? Bestelle ich die Bibel kostenlos auf kostenlosebibel.de. Ganz einfach. Liebe zur Magie habe ich auch daraus gemacht. Liebe zur Hadith, Liebe zur Magie, genau. Ja. Wir wünschen uns natürlich auch für ihn, dass der Herr Jesus Christus ihm begegnet und seine Augen öffnet. Ne? Genau wie für die anderen. Ne? Weil ohne Jesus Christus werden sie für alle Ewigkeiten verloren gehen. Tut uns das leid? Natürlich tut uns das leid. Tut uns das weh? Absolut. Absolut. Denn wir wünschen uns für keinen Menschen, egal wie sehr die uns spotten und anmachen und sowas, wisst ja, wie die sind. Trotzdem wünschen wir für sie, dass sie das ewige Leben erreichen durch Jesus Christus. Gerade in meine Müdigkeitsphase rein. Immer so ab 3:30, 3:30, 3:30 so. Da wird das immer extremer. Danke, Ziggy. Gönn dir ein Nap. Dein Chat bleibt für dich wach, ja, danke. Ihr seid immer fleißig dabei, ne? Ihr seid so aktiv hier, das ist unglaublich, ey. Wundervoll. Kriegen wir die 300.000 voll, ihr Lieben? Schaffen wir das? Schaffen wir das, die 300.000 voll zu kriegen, ihr Wundervollen? Während ich weg bin? Ja klar, sehr gut. Okay, dann 3, 2, 1, jetzt alle zusammen, jetzt. Lass so lange das Johannesevangelium dabei laufen, ja? Ist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn von meinem Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. Er redete aber von Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, denn dieser sollte ihn verraten, er, der einer von den Zwölfen war. Kapitel 7. Und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten.
Die Immobilienpreise sinken, die Zinsen steigen. Selbst der Aktienkurs der Vonovia Deutschen Wohnen ist nicht nur abgeschmiert, der ist quasi vernichtet worden, wenn du dir das anschaust. Und da sollst du in Immobilien investieren? Nun, vielleicht gibt's da etwas, was du einfach bis jetzt nicht weißt, weil die Elite da draußen nicht möchte, dass du das erfährst. Fakt ist, mit meinem Immobilienportfolio mache ich über eine 500.000 jährliche Mieteinnahmen. Und weißt du, was diese Immobilien gemeinsam haben? Nicht eine davon besitze ich. Ja, du hörst richtig. Ich besitze von diesem Immobilienportfolio nicht ein Haus, nicht eine Wohnung, gar nichts. Dennoch habe ich über eine 500.000 Mieteinnahmen dadurch. Wie mache ich das? Genau das möchte ich dir verraten, denn ich bin der Meinung, das ist Wissen, das nicht der Elite vorbehalten sein soll, sondern das ist Wissen, das ich mit dir teilen möchte. Melde dich jetzt für mein gratis Online-Training an, sichere dir einfach einen Platz, es kostet dich keinen Cent und die große Überraschung, es wird dir dort auch kein Online-Kurs oder irgendwas verkauft. Du hörst absolut richtig, es kostet dich 32 Minuten deiner Zeit, dieses Online-Training anzusehen, es wird weder eine Kreditkarte noch ein Konto abgefragt, wenn du dich einloggst, noch wird dir am Ende ein ganz toller Kurs verkauft, wie das viele Kollegen gerne machen. Nein, du sollst einfach nur das Wissen haben. Du bist skeptisch? Kann ich absolut verstehen. Aber was hast du zu verlieren? Melde dich jetzt für dieses Online-Training an, sichere dir das Wissen, mit dem ich mir in nur 4 Monaten einen Cashflow von über 4.000 Euro monatlich aufgebaut habe. Und das kannst du auch. Wichtig zu wissen, es ist völlig egal, ob die Immobilien teuer oder günstig sind, ob die Zinsen hoch oder niedrig sind, ob wir eine Immobilienblase haben oder ob die Aktie der Vonovia jemals wieder auf die Beine kommt. Das kann dir alles völlig egal sein. Zocke nicht mit deinem Geld, setze deine Zukunft nicht aufs Spiel. Sichere dir das Wissen, denn nur Wissen ist wirkliche Macht. Und genau das biete ich dir hier. Das Einzige, was du tun musst, ist jetzt die Entscheidung zu treffen, dich fürs Online-Training anzumelden, dir das Wissen zu holen. Niemand will Geld von dir, es wird dir nichts verkauft. Du selbst entscheidest jetzt, wie dein Leben ab morgen aussehen wird. Es gibt ein Organ, was dafür verantwortlich ist, dass ganz viele Frauen Fett im Bauchbereich einlagern und der Bauch immer weiter vorsteht. Und da kann man so viele Diäten oder Sport machen, wie man will. Es wird nichts bringen. Welches Organ ist es, was der Übeltäter ist? Es ist tatsächlich hier. Hier sitzt es. Es ist die Leber. Von vielen Wissenschaftlern wird die Leber auch als das Stoffwechselorgan schlechthin bezeichnet. Das große Problem ist, es gibt ein Lebensmittel, was wir eigentlich alle in der Ernährung haben, was dafür sorgt, dass die Leber verfettet und sich dadurch immer mehr Fett drumherum im Bauchbereich ansiedelt, die Organe umschließt und dadurch gesundheitlich problematisch ist, aber auch den optisch vorstehenden Bauch auslöst. Die gute Nachricht ist, wir müssen nicht auf Lebensmittel verzichten oder Diäten machen. Wenn wir unsere Leber wieder reinigen und entfetten, dann fließt auch das restliche Bauchfett von allein wieder ab. Und wir haben einen schönen, schlanken Look und für die Gesundheit ist es auch gut. Wie schaffe ich es jetzt also, meine Leber wieder zu entfetten? Ist relativ simpel. Es gibt ein paar Schritte, die man machen muss. Deswegen habe ich als studierter Ernährungsberater einfach mal eine kostenlose Videopräsentation aufgenommen, wo ich Schritt für Schritt durch die verschiedenen Säulen der Leberreinigung durchführe. Man kann das Ganze einfach mitmachen. Einfach mal auf den Button in oder unter dem Video hier klicken. Ist komplett kostenlos, man muss keine E-Mail-Adresse angeben, das Video angucken, die Leber reinigen und dann viel Spaß mit dem flachen Bauch. Herziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen: Meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist immer bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest. Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt.
Und als er dies zu ihnen gesagt hatte, blieb er in Galiläa. Nachdem aber seine Brüder hinaufgegangen waren, ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen. Da suchten ihn die Juden während des Festes und sprachen, wo ist er? Und es gab viel Gemurmel seinetwegen unter der Volksmenge. Etliche sagten, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt die Leute. Doch redete niemand freimütig über ihn, aus Furcht vor den Juden. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden wunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Noch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben, nicht dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern, und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Moses nicht übertreten wird, was zürnt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da sprachen etliche in Jerusalem, ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet öffentlich und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Ist das so? Was sollen wir machen? Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, es ist kalt geworden. Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, weil ich... Wir haben fast die 300.000 erreicht, ne? 276.600, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, ne? Ja, wir sind fast bei den 300.000, ne? Unglaublich, die Finger sind am Brennen, wa, ihr Wundervollen? Möge der Jesus Christus euch segnen, wütend und beschützen. Euch das anrechnen, dass ihr etwas Gutes tut. Aber ihr seid sowieso gerettet. Nicht aus Werken werden wir gerettet, sondern die Werke machen unser Glauben komplett. Oh, danke, Yahweh. Yahweh, bester Name. Unser Gott ist der Name des Herrn, Yahweh. And I'm with the God, Nigel. Los, Typico, für Allah. Für Allah. Gib Gas für Allah. Toller Name. Ein wunderschöner. His name is Yahweh, not Allah. Not Allah. His name is Yahweh. Yahweh, Jehovah.
weg. Ja, ist immer heftig, ne, wenn sich dann die grauen Wölfe von den, also die türkischen grauen Wölfe dann immer so versammeln und so eine Gegendemonstration zu den Kurden dann machen, dann schreien sie mal Allahu Ekber. Ist euch das mal aufgefallen? Die sagen nicht Allahu Akbar, die sagen Allahu Ekber. Für beide Parteien, sowohl für die grauen Wölfe als auch für die Kurden. Ne? Das ist das. Ja, wenn diese beiden Parteien aufeinandertreffen, sieht es auch nicht gut aus. Ne? Das ist unglaublich. Ja, traurig, traurig, traurig. Wie viel Wahnsinn noch, wie viel Leid noch, wie viel Streitigkeiten denn noch. Ich glaube, wir beenden den Livestream jetzt. Ich denke, dass ich erwähne. Komm, die 300.000 machen wir noch voll, ne? Solange wie wir noch, solange die 300.000 noch nicht voll sind, machen wir dann so. Besser. Ab 7.30 Uhr ist der Hauptaccount wieder voll. Ne? Ab 7.30 Uhr ist der Hauptaccount wieder voll. Was rede ich da für ein Quatsch? Ist der wieder aktiv? Ist der wieder auf? Ist der voll? Ja, der wird voll sein. Was ist das? Ja, ich muss die ganze Zeit meinen Nebenaccount muss ich auch drinnen lassen, damit die Leute checken, dass das auch mein zweiter Account ist. Das ist Wahnsinn. Damit die das überhaupt checken. Die ganze Zeit muss ich dann mit meinem anderen Account auch live bleiben. Ja, eventuell 19 Uhr oder dann morgen dann. Ne? Ja, der ist gesperrt worden, also für bis heute, 19 Uhr. Coole Mucke. Dr. Scherer, warum trommelt noch ein bisschen für euch? Komm, wir hören weiter, Johannes 7. Am großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Aha. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dies ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge, und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Aktuell herrscht Goldgräberstimmung in der Coaching-Szene. Aber seien wir doch mal ehrlich. Krebst du immer noch? Niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu den obersten Priestern und Pharisäern zurück, und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten,
Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihnen die Pharisäer: Seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war: Richtet unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Kapitel 8. Jesus aber ging an den Ölberg. Und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie... User, guck mal hier, weißt du, was eine heftige gute Nachtgeschichte ist? Guck mal diese gute Nachtgeschichte, pass mal auf. Guck mal, was dein Prophet sagt. Das ist wirklich eine gute Nachtgeschichte, pass mal auf. Hier. Guck dir das an. Das ist eine gute Nachtgeschichte. Achtung. Guck mal. Schau dir mal diese gute Nachtgeschichte an. Im Himmel ist es dem Mann erlaubt, mit allen Frauen Sex zu haben, die ihm auf der Erde verboten sind, mit Ausnahme der eigenen Mütter und der eigenen Tochter. Und der Mann darf SEX mit jemandem ANUS haben. Und es wurde berichtet, dass jedem von euch im Himmel ein PNES gegeben sein wird, der einer endlos langen Palme gleicht. Das nenne ich wahrhaftig eine gute Nachtgeschichte. Gute Nacht. Schlaf gut. Have a nice night. See us. See you tomorrow. Das ist eine gute Nachtgeschichte aus 1001 Nacht Märchen. Dr. John hat es bestätigt. Seht ihr? Da ist er. Seht ihr, Dr. John? Wenn Dr. John das bestätigt, dann wisst ihr, das muss so stimmen. Al-Bujairimi al-Khatib, Band 4, Seite 78. Schöne gute Nachtgeschichte, wa? Palmen PNES, hä? Palm Tree, hä? Ah, 300.000 erreicht. Dankeschön, ihr Lieben. Wir haben es geschafft. 300.000! 300.000! Okay, ihr Lieben, dann beenden wir den Livestream jetzt. Ich wünsche euch alles Gute, möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen. Eventuell komme ich dann später nochmal live oder dann morgen. Ne? Gottes Segen, ihr Wundervollen. Dann eventuell bis später oder bis morgen, ja? Ciao, macht's gut. Tschüssi! Gottes Segen, ihr Lieben. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst euch von niemandem belabern. Ciao.